wunderschönen guten Abend. Die Berlinerinnen und Berliner haben die Wahl. In 10 Tagen wählen sie ein neues Abgeordnetenhaus und neue Bezirksverordnetenversammlungen. Und das Rennen ist wirklich sehr, sehr knapp. Das liegt zum einen daran, dass ein Viertel der Wahlberechtigten sich noch gar nicht entschieden hat, ob sie wählen gehen, wen sie wählen. Und es liegt daran, dass wir laut Umfragen ihnen gar keine klare Mehrheit voraussagen können. Ja, so ist das. Wir haben in der Tat auch neue Zahlen, genau von heute, ganz frisch von unseren Kollegen von Infratest DIMAP. Und die sagen uns, wenn momentan gewählt werden würde, hätte die SPD 21%, so wie bei den letzten Umfragen. Die CDU würde leicht verlieren auf 19. Auch die Grünen würden leicht verlieren auf 16. Ebenfalls verlieren die Linke auf 15. Und wenn Sie jetzt denken, dann wird die AfD noch stärker. Nee, die bleibt konstant bei 15 in dieser Umfrage. Die FDP würde es jetzt ungefähr um 5% schaffen. Die hat ja lange gekämpft. Jetzt hat sie sich langsam an die 5% rangekämpft. Und jetzt kommt's. Die Sonstigen plus 3 bei 9%. Und genau um die soll es uns heute gehen, um die Sonstigen, um die kleinen Parteien. Wir haben all diejenigen eingeladen, die sowohl mit Landes- oder mit Bezirksliste antreten und die in den vergangenen Wochen und Monaten kontinuierlich unterhalb dieser magischen 5%-Hürde lagen. Und fast alle von denen haben auch zugesagt. Genau, 15 Parteien haben wir hier. Wie gesagt, es haben fast alle zugesagt, die auf den Landeslisten und Bezirkslisten vertreten sind. Sie können mitdiskutieren. Wir streamen die Sendung wieder auf rbb24 und da ist natürlich auch wieder der Live-Ticker. Also Sie können chatten auf Facebook und auf Twitter. Da heißt der Hashtag rbbwahl. Wie gesagt, 15 Parteien. Wir haben kleine Interviews geplant. Die dauern so ungefähr 4,5 Minuten und wir lassen am Schluss eine Uhr mitlaufen. Also es hat wirklich jeder Kandidat die gleiche Zeit. Sie hören dann so 30 Sekunden runter tickern und dann sollten wir mit unserem Interview zu Ende kommen. Unsere Reporter haben sich mal die Webseiten, die Programme, die Internetseiten der Parteien angeguckt und da fängt Kollegin Dorit Knieling an und surft mal durch Alpha durch. Die Allianz für Fortschritt und Aufbruch. Auf der ersten Seite von Alpha geht sofort der Werbefilm los. Ich erfahre, wer hier Spitzenkandidat für Alpha ist, nämlich Christian Schmidt. Alpha ist eine bundesweite liberal-konservative Partei. Und auf der ersten Seite werde ich gleich auf die Schlagworte des Parteiprogramms hingeführt. Unter anderem, Alpha fordert die sofortige massive personelle Aufstockung der Berliner Schutz- und Kriminalpolizei. Allerdings steht hier nicht, wie viel Polizei eingestellt werden soll. Und es gibt noch andere Schlagworte, unter anderem individuelle Bildung für alle Kinder. Wohnen muss für alle Bürger bezahlbar sein. Unter dem Bild, was wir wollen. Wir wollen echte Lösungen und keine populistischen Schlagworte. Einfache Lösungen gibt es vielfach nicht. Das also das Programm von Alpha und wir haben ihn jetzt live und leibhaftig hier, Christian Schmidt, den Landesvorsitzenden von Alpha, 63 Jahre alt, Volks- und Betriebswirtschaftler und Gründungsmitglied von Alpha. Vorher hat er im Parteivorstand der AfD gesessen. Alpha ist ja die Abspaltung von der AfD. Sie erinnern sich vielleicht, Bernd Lucke, erst AfD-Chef, dann Alpha-Chef, aber jetzt haben wir hier den Berliner Landesvorsitzenden. Herr Schmidt, vor 2 Tagen hat der AfD-Chef auch hier im Studio gestanden, aber in der Runde der Großen. Sind Sie neidisch? Nein, durchaus nicht, weil wir uns von der AfD genügend differenzieren, um da keinen Neid aufkommen zu lassen. Natürlich haben wir, ich war selber, wie Sie sagten, Gründungsmitglied auch von der AfD hier in Berlin. Und mit dem Kollegen Henkel, der für uns inzwischen im EU-Parlament sitzt, kann ich fast sagen, wir haben da ein Monster erschaffen und müssen uns fast ein bisschen schämen. Also Hans-Olaf Henkel meint Hans-Olaf Sie? Hans-Olaf Henkel, wir haben, den besseren Henkel von den beiden, genau. Und haben ein Monster geschaffen, mussten uns aber dann irgendwann, nachdem die Bienen wie zum Honig aus den rechten Lagern zur alten AfD hinstrebten, uns von denen trennen. Das war ein schwieriger Trennungsprozess und deswegen haben wir den Neustart versucht. Ja. Wir haben ja eben schon einen kurzen Überblick gehabt, was so Ihre Themen sind. Sie haben da ganz ähnliche Themen wie die großen Parteien, also auch mehr Polizei für Berlin, eine moderne Verwaltung. Was ist denn der Ansatz von Alpha? Für welchen Punkt jetzt? Für die moderne Verwaltung? Nee, ich fang mal mit dem überbordenden Begriff an. Wir wollen als, glaube ich, mit Alleinstellungsmerkmal von allen Parteien, die in Berlin antreten, zunächst mal, dass im Strafgesetzbuch ein neuer Paragraph entsteht, der Steuerverschwendung verurteilt. Mhm. Das ist, ergibt sich aus der Aktivität beim BR. Wir sagen immer, BER lässt grüßen. 6 Milliarden sind im Märkischen Sand bisher verbuddelt worden.
Und es gibt bestimmt Punkte, wo man hätte sagen können, da hätte durch bessere Ausschreibung und durch bessere Verfahren es so sein können, dass Leute heute nachträglich noch zum Kadi geführt werden müssen, die da geschlampt haben. Ja. Also Steuerverschwendung. Also Sie trauen den Landesrechnungshöfen nicht, denn die Berliner Regierungen versuchen ja seit, hoffe ich, seit 1948, wir trauen den Landesrechnungshöfen, versuchen sie Steuern nicht zu verschwenden. Also, die versuchen, aber die kommen nicht durch. Wir brauchen also diese Paragraphen im Strafgesetzbuch und der Bund der Steuerzahler bemüht sich, die haben diese Dinge dezidiert schon ausgearbeitet und man braucht eigentlich jetzt nur noch das umzusetzen und wir versuchen dafür eine Mehrheit zu kriegen, sowohl im Parlament hier als auch bundesweit. Wir sind ja eine bundesweite Partei auch, bundesweit strukturiert und deswegen gibt es immer die Verbindung zwischen Landespolitik und Bundespolitik. Sie gehen ja sogar noch weiter, Sie wollen ja auch keine Politiker mehr als Bauherren. Nun wird aber, weil Sie nun mal das Beispiel BER gesagt haben, da wird ja nun mal öffentliches Geld verbaut. Öffentliches Geld wird verbaut. Also da muss schon die Politik drauf gucken, oder? Alles klar. Aber ich sitze selber in verschiedenen Aufsichtsräten. Sie müssen immer dafür sorgen, dass nicht der reine Politiker da sitzt, sondern dass der, obwohl politisch verantwortlich auch für das Geld, Leute da reinholt, die die Aufsicht führen, die wirklich von der Materie Ahnung haben. Mhm. Es geht nicht, dass so ein Allerweltspolitiker über ein Projekt wie dieses bestimmen kann. Die Münchner haben uns gezeigt, wie das geht, im Budget, in der Zeit. Der Flughafen funktioniert. Wir haben jetzt gerade den 10-jährigen Jahrestag der Gründung gehabt, von der Grundsteinlegung. Und das ist eigentlich kolossale. Ja, man aber kann Sie das wissen, dass es im Vorfeld von München, also das schweift jetzt ein bisschen ab, aber es hat ja unheimlich lange gedauert. Es gab ja so viel Streit mit diesem Naturschutzgebiet Erdinger Moos. Also, Trotz noch, noch zwei Worte, Herr Schmidt, was ich zuerst gefragt habe: mehr Polizei, bessere Verwaltung? Ja. Also es gibt ja hier zum Beispiel, immer konkret bleiben, es gibt den neuen Ansatz, das heißt KrimPro, Kriminalprognose. Mhm. Die hat die Polizei in Berlin selber entwickelt, also Chapeau an die Polizei, Hut ab. Ich bin ja selber im Fintech-Bereich mit Algorithmen tätig, tagtäglich und weiß, wie das funktioniert. Und finde es toll, dass die Berliner Polizei geschaffen hat, dieses Konzept. Nur jetzt fehlt es an der Umsetzung. Die haben also dieses tolle Tool, dieses Vehikel, haben aber nicht genug Leute, um es nachher tatsächlich auch umzusetzen. Ja. Wir fordern, weil Ihre Kommentatorin vorhin gesagt hat, wir sagen nicht wie viel, wir fordern mindestens 2000 neue Polizisten. Alles klar. Und was die moderne Verwaltung angeht, da vielleicht dann nochmal die Webseite von Alpha checken. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, Herr Schmidt, für den Besuch hier im Studio. Ich mache jetzt Schluss, denn Sie hören ja schon die Uhr ticken. Unsere Zeit ist leider gleich um. Christian Schmidt von Alpha. Dankeschön. Danke. Und der nächste Kandidat ist die Bergpartei, die Überpartei. Christina Heikapelli, eine RBB-Reporterin, hat sich mal deren Internetseite angesehen und sich ihre Gedanken dazu gemacht. Bergpartei, die Überpartei. Das Logo haben wir hier schon ganz groß drauf. Das sieht ziemlich selbstgemalt aus, genauso wie die Wahlplakate, die man hier drauf sieht. Auf den ersten Blick ist nicht so richtig klar, wofür die Partei eigentlich steht. Ah, hier ist ein Wahlwerbespot, vielleicht hilft uns das dabei. Oh, ist allerdings von 2011, also nicht die aktuelle Version. Ah ja, er sagt gar nichts. Also so richtig schlau werde ich aus dem Wahlwerbespot auch nicht. Mal gucken, ob wir im Wahlprogramm schlauer werden. Sie sind pro Hausbesetzung. Sie wollen, wie man hier lesen kann, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und es finden sich kleine und große Forderungen direkt nebeneinander. Also einmal zum Beispiel hier der Austritt aus der NATO. Und gleichzeitig wollen sie die Wasserschlacht, also die Gemüseschlacht auf der Oberbaumbrücke retten. Ja, da mache ich mich mal auf die Suche nach den Kandidaten der Bergpartei. Da waren sie. Also es gibt insgesamt 4 Kandidaten. Die kann man allerdings nur in Friedrichshain-Kreuzberg wählen. Jan Theiler ist der Vorsitzende der Bergpartei. Schönen guten Abend. Hallo. Warum eigentlich nur in Friedrichshain-Kreuzberg? Warum nur in Friedrichshain-Kreuzberg? Ja, wie Sie vielleicht mitgekriegt haben, wir sind eine sehr kleine Partei. Wir wollen auch gerne klein bleiben. Und deswegen haben wir uns erstmal auf einen Bezirk beschränkt. Sie haben sich alle vom Namen her ein großes Vorbild genommen. Bergpartei gab es schon mal in der Französischen Revolution. Das waren die Jakobinerclubs, das waren also diejenigen, die dann anschließend mit Terrorherrschaft und Massenhinrichtungen alle weggemetzelt haben. War das eine geschickte Namenswahl? Ich glaube, das kam aus der trotzkistischen Ecke, aber machen wir trotzdem. Nee, das war die Partei. Okay. Entschuldigung. Wir haben uns im Palast der Republik gegründet, als der Asbest saniert war und kulturell zwischengenutzt wurde. Dort wurde ein riesengroßer Berg reingebaut und in der Mitte von diesem Berg war die Volkskammer der DDR. Dort haben wir uns gegründet, hießen deswegen Bergpartei und haben erst später mitgekriegt, dass es schon eine Bergpartei in Frankreich vorher gab. Aber wir haben dann trotzdem an den Namen festgehalten. Es gibt ja viele Berge in Berlin, Schöneberg, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Lichtenberg. Sie haben im Parteiprogramm, habe ich gelesen, schreiben Sie alles klein.
Ist das auch so eine Art revolutionärer Protest gegen die deutsche Orthographie? Wie Sie wollen. Nehme ich so. Gut. Was auch drin steht, um mal zu den Inhalten zu kommen, Sie wollen den Zinseszins abschaffen. Da habe ich mir gedacht, wenn ich mal auf Paragraph 289 BGB gucke, da ist er ja im Prinzip schon abgeschafft. Es gibt ein paar Ausnahmen bei den Schuldzinsen, aber im Wesentlichen gibt es Zinseszins heutzutage bei den Habenzinsen. Also wenn der Sparer was irgendwo hinlegt, dann kriegt er auch seinen Zins nochmal Zins, wenn er es liegen lässt. Bei den Schuldzinsen, wenn einer jemandem was schuldet, da gibt es das kaum noch heutzutage. Der Vorschlag ist eigentlich ja einer, der trifft ja eher die Ärmsten und nicht die Reichen. Ist das Absicht? Bestimmt ist das nicht Absicht, weil also uns geht es ja darum, dass wir es blöd finden, dass denen, die schon haben, immer noch mehr gegeben wird. Und so funktioniert ja zum Beispiel auch das Parteiensystem. Und das sehen Sie auch im restlichen Auftritt und unseren Forderungen, dass das eigentlich nicht unsere Richtung ist. Vielleicht gehen wir mal so ein paar Forderungen durch. Wie steht es denn beispielsweise so ein typisches Berliner Thema mit Wohnen? Sie sind für Besetzungen. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Sagen Sie, alle Besetzer nehmt euch, alle Berliner nehmt euch, was ihr wollt? Oder haben Sie da ein bestimmtes Regelwerk im Kopf dafür? Ein Regelwerk. Naja gut, inzwischen gibt es keinen Leerstand mehr so doll, dass man so einfach Häuser besetzen kann. Aber man kann sich trotzdem noch selbst organisieren und man kann das zurückholen, indem man jetzt zum Beispiel Genossenschaften gründet oder sich nicht verwalten lässt von privaten Wucherfirmen, die einen quasi wegekeln. Wie wäre es denn, wenn jetzt, mal angenommen, die Bergpartei im Senat wäre, ja, wie würden Sie denn so ein Problem wie die Riga-Straße lösen? Würden Sie einfach... Meine enteignen nach deutschem Recht können Sie auf Landesebene ja nicht. Das ist ja eine Landtagswahl, wenn man so will, unsere Abgeordnetenhauswahl. Also was würden Sie da machen ganz konkret? Welches Problem meinen Sie? Die Rigaer Straße. Was ist da das Problem? Der Rigaer Straße haben wir ein besetztes Haus, wo, beziehungsweise besetzt in dem Sinn ist es nicht, aber die Leute haben, die haben Mietverträge, aber der Eigentümer würde gerne anders nutzen und Teile des Gebäudes, da ist momentan umstrittig, ob er das darf. Und die beiden verstehen sich nicht miteinander und es gab die entsprechenden Ausschreitungen auf der Straße. Wie würden Sie da Frieden in die Situation bringen? Ich würde sagen, die Vermieter sollen sich mal irgendwie anständig verhalten, zum Beispiel. Und gut, aber das können Sie auffordern, aber dazu müssen Sie ja trotzdem irgendwie, Sie brauchen ja ein Wirkmittel. Ja? Also wenn der Vermieter nach einem deutschen Gesetz vor Gericht geht und angenommen, er würde Recht bekommen, was würden Sie denn dann machen? Ja, nun, also das mit den Gesetzen schwierig. Es gibt ja die Berliner Linie schon seit viel langer Zeit. Das heißt, es wird überhaupt nicht akzeptiert, dass Häuser besetzt werden. Man kann aber auch andere Gesetze machen, zum Beispiel, dass man einen Bauplan vorlegen muss oder ein Umnutzungskonzept, wenn ein Haus leer steht. Das gibt es zum Beispiel in Zürich, da gibt es immer noch sehr viele besetzte Häuser. Und da kann man sich was Kreatives einfallen lassen. Und es geht einfach darum, dass man sich selber überlegt, wie man sein Leben gestalten kann und sich nicht die ganze Zeit verjagen lässt. Vielen Dank, Herr Theiler. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Gut, ja, danke. Ich danke Ihnen auch. Und meine Damen und Herren, weiter geht's bei uns. Weiter geht's bei uns mit der Bürgerbewegung Pro Deutschland. Und deren Webseite hat sich mein Kollege Florian Eckert angeschaut. Pro Deutschland, die Partei, die sich Bürgerbewegung nennt, mit einer ziemlich professionellen Website, eigener YouTube-Kanal mit dem Bundesvorsitzenden und dem Spitzenkandidaten Manfred Ruß. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Und mal gucken, was noch so im Programm steht. Das sind ziemlich allgemeine Punkte. Heimat, Identität, Extremismus, bei den Zielen, Gleichstellung, Integration, Internationales und Außenpolitik. Also das ist jetzt nicht so ein spezifisches Wahlprogramm. Warum pro Deutschland, warum nicht AfD? Das ist spannend. Da schreiben sie, wer hier bei der AfD seinen Protest parken will, sollte gründlich überlegen, was er tut. Das ist interessant. Die Rechtspopulisten distanzieren sich von den Rechtspopulisten. Aber was jetzt ein Berlin-Programm wäre, sehe ich nicht. Manfred Ruß ist heute Abend bei uns, 51 Jahre alt. Er war Mitglied der NPD, Funktionär der Republikaner und jetzt Bundesvorsitzender von Pro Deutschland. Da will ich doch gleich mal einhaken, was der Kollege gerade gesagt hat. Wo ist Ihr Berlin-Programm? Nehmen wir das Thema bezahlbares Wohnen. Das ist ja sicher für Ihre Anhänger auch wichtig. Wie können sich die Berliner Berlin auch weiterhin leisten? Berlin ist die Bundeshauptstadt. Alle Probleme, die in Deutschland insgesamt bestehen, eskalieren hier. Unser Berlin-Programm sieht sozialen Wohnungsbau vor, anders als die AfD. Ihr Kollege hat es angesprochen, die Immobilienbesitzer stärken will, legen wir es darauf an,
die Mieter zu stärken. Und wenn der multikulturelle Irrsinn der schwarz-roten Bundesregierung beendet werden würde, dann wäre auch wieder Geld da, um Berlin bezahlbar zu machen für jedermann. Was ist der Irrsinn der schwarz-roten Regierung in Berlin? Die Bevölkerung in den Entwicklungsländern wächst jede Woche um 1 Million Menschen. Wir Deutschen haben es fertiggebracht, im vergangenen Jahr rund 1 Million Flüchtlinge aufzunehmen in unserem Land, die allerdings das hiesige Parteiengefüge an den Rand des Kollaps gebracht haben. 1 Million im Jahr stellt offenbar die Obergrenze der hiesigen Kapazität dar und war ein großer Fehler, wie wir selbstverständlich sehen. Und was ist das Verschulden der schwarz-roten Regierung? Das bedeutet, dass das Bevölkerungswachstum der zweiten Woche immer noch nicht kompensiert ist und das der dritten Woche auch nicht. Das heißt, durch eine Verschiebung armer Menschen aus anderen Teilen der Welt nach Mitteleuropa können wir das Problem der Überzähligkeit, das da besteht, das Problem des Bevölkerungswachstums in die Perspektivlosigkeit hinein nicht lösen. Und was wir machen müssen, Frau Dahl, ist, wir müssen Bildung und praxisorientierte Ausbildung statt Panzer und U-Boote zum Exportschlager der Deutschen und der Europäer machen und diesen Menschen eine Chance geben auf eine eigene Perspektive. Das ist unsere Aufgabe. Ja, mit der Schulbildung, da geben Sie mir ein Stichwort. In Ihrem Programm lese ich, Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen sollen aus dem regulären Unterricht ausgeschlossen werden. Gilt das auch für Deutschstämmige? Das gilt für jeden, der die entsprechenden Deutschkenntnisse nicht hat und der entsprechend der Förderung bedarf. Es gibt Auslandsdeutsche, zum Beispiel aus Russland, die gehören zu Deutschland, die haben ein Recht auf Aufenthalt hier, aber die sprechen nur Russisch und denen gehört unsere Solidarität. Diesen pädagogischen Ansatz, dass in einer Gruppe von Starken ein paar Schwache sich orientieren können, sich an den Starken orientieren können, von den Starken lernen können, den verfolgen Sie nicht. Also doch, Sie den dann verfolgen die, wir schon, das die, ist in Ordnung, aber nicht da, wo eine sprachliche Hürde besteht, denn die erste Voraussetzung für einen Schüler, um am Unterricht teilnehmen zu können, sinnvoll teilnehmen zu können, ist, dass er die Lehrerin versteht. Das Thema Flüchtlinge-Integration ist ja ganz klar ein Thema von Pro-Deutschland. Sie wollen straffällige Ausländer sofort ausweisen. Islamistische Hassprediger müssen sofort ausreisen. Das habe ich in Ihrem Parteiprogramm gelesen. Wie wollen Sie das machen? Auf welcher Grundlage? Das wollen wir machen auf der Grundlage der bestehenden Gesetze, für deren Umsetzung der politische Wille nicht fehlt. Jedes Bundesland könnte zudem einen Beitrag dazu leisten, dass diese Asylkrise bewältigt wird. Und wenn ich Horst Seehofer höre, der Merkel öffentlich angreift, aber die Ressourcen des Bundeslandes Bayern nicht nutzt, dann sehe ich darin ein politisches Theaterspiel. Wir können auch in Berlin etwas tun. Zum einen müssen wir natürlich, wenn wir über Abschiebung sprechen, Sie sehen ja, dass es sehr, sehr schwierig ist. Wie wird es Pro-Deutschland machen? Wir sind zu den Moscheen der radikalen Islamisten in Berlin gegangen. Wir sind in den Wedding gegangen, wo der Außenminister des Islamischen Staates eine Moschee errichten konnte, bis er dann einem US-Luftangriff zum Opfer fiel. Wir sind zur Al-Nur-Moschee nach Neukölln gegangen. Für mich ist nicht nachvollziehbar, warum es Polizei und Verfassungsschutz nicht zu Wege bringen, der Staatsanwaltschaft das erforderliche Material für ein Verbot dieser Einrichtungen zu liefern. Hier würden wir Schwerpunkte setzen. Manfred Ruß von der Bürgerbewegung Pro-Deutschland. Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio. Die nächste kleine Partei bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen, das ist die BÜSO, die Bürgerrechtsbewegung Solidarität. RBB-Reporter Wolf Siebert ist mal über deren Internetauftritt gesurft. Hier seine Beobachtungen und Bemerkungen. Die BÜSO, die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, die ist eine klare Haltung, den Weltkrieg verhindern. Hier sieht man auch, es geht viel um internationale Welthandelspolitik. Durch länderübergreifende Infrastrukturprojekte, vor allem mit Asien, soll Berlin zu einem Tor zur neuen Seidenstraße werden. Das ist der Ausweg aus der gescheiterten Politik der Bundesregierung und des transatlantischen Systems. Das ist übrigens der Spitzenkandidat, Stefan Tolksdorf. Der tritt jetzt nicht mit einem ausformulierten Berlin-Programm an, sondern hat einige Kernforderungen. Investitionen in Schule, in Wissenschaft, in die Wassernetze, die Stromnetze, aber auch die Straßen. Und hier beim Thema Flughafen haben Sie eine originelle Idee. Der neue BER, der noch gar nicht fertig ist, soll zum Regionalflughafen herabgestuft werden. Und in Sperenberg soll ein internationaler Großflughafen errichtet werden. Der Transrapid-Anschluss ist inbegriffen vom neuen Großflughafen in die Innenstadt. Der BÜSO-Spitzenkandidat ist Stefan Tolksdorf. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Hengst. Die
Seidenstraße, die neue Seidenstraße, da wollen Sie, dass Berlin das Tor dazu wird. Nun gibt es in der Tat ein chinesisches Projekt, die nennen das One Belt, One Road. Das zielt aber eher auf die Staaten Mittel- und Zentralasiens. Wie wollen Sie denn da Berlin ins Spiel bringen? Nun, 2014 hat der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in Berlin die Hand ausgestreckt und hat eigentlich die Bundesregierung eingeladen, an solchen Arten von Projekten teilzunehmen. Immerhin ist Deutschland auch Teil geworden der Asiatischen Infrastrukturinvestitionsbank als Gründungsmitglied. Und das sind insgesamt ja mit der Seidenstraße über 64 Länder. Wobei er es da eher die maritime Seidenstraße genannt hat, wo die Idee ist zu sagen, wir müssen Häfenkapazitäten ausbauen. Das machen wir ja sowieso, als mittlerweile China und Deutschland die zwei größten Exporteure der Welt, die total voneinander abhängig sind. Aber diese Idee sozusagen Berlin zu einem besonderen Tor zu machen, ich meine, wir haben weder den Hafen, noch haben wir, es geht in diesen Projekten, die One Belt, One Road nennen, vor allen Dingen auch um Industrieanbindungen. Ja, Berlin hat auch keine Industrie. Welche Rolle können wir denn rein praktisch als Stadt da spielen? Naja, wir haben das ja als Programm aufgesetzt, weil Berlin als Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland eigentlich schon die wichtigste Hauptstadt politisch gesehen Europas ist. Und momentan, ich muss dazu sagen, ich habe in den letzten 2 Jahren China 3-mal bereist, in ganz verschiedenen Ecken. Und den Optimismus, den man dort antrifft, für den gibt es hier keinen Vergleich. Und wir haben deswegen gesagt, eigentlich wäre es für die deutsche Politik absolut sinnvoll, anstatt in dem gescheiterten Bankensystem zu bleiben, was wir immer noch nicht aufgeräumt haben, an dieser Entwicklungsdynamik teilzuhaben, die ja in ganz Asien stattfindet, die sich jetzt in den Gipfeln gezeigt hat, beim G20-Gipfel in Hangzhou, aber auch davor, bei dem Gipfel, bei dem die Seidenstraße jetzt mit der Europäischen Wirtschaftsunion zusammenarbeitet. Das sind eigentlich unsere Partner und das war im Übrigen unser Programm seit Anfang der 90er Jahre, dass wir die Industriezentren Europas, und Berlin sollte auch wieder eines werden, mit den Bevölkerungszentren Asiens verbinden. Da würden jetzt wahrscheinlich die Spitzen der deutschen Industrie sagen, aber Herr Teuxdorf, wir sind doch schon zum Beispiel der größte Autobauer in China, wir sind der größte Zulieferer von Maschinenbau in China, wir liefern den Transrapid, den Sie haben wollen, den haben wir ja komplett nach China verkauft. Aber selbst nicht gebaut. Ja, selbst nicht gebaut, genau. Aber ich will sagen, die deutsche, also keine Wirtschaft der Welt ist so in China aktiv wie die unsere. Nochmal gefragt. Aus rein Berliner Sicht, was können Sie, wollen denn in Berlin, ins Berliner Abgeordnetenhaus, was kann denn eine Berliner Regierung oder ein Berliner Parlament tun, um da noch einen zusätzlichen Impuls zu geben? Naja, wir sehen wirklich vor allen Dingen die Rolle von zum Beispiel der Berliner Stadtregierung. Berlin spielt eine Rolle im Bundesrat und kann auf diese Art und Weise durchaus Impulse setzen, auch die nationale Politik durchaus beeinflussen. Denn viele der Probleme, die wir konkret in Berlin haben, darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht, sind eigentlich nicht zu lösen, wenn wir es nicht schaffen, wieder vernünftiges Wirtschaftswachstum hinzubekommen. Und natürlich arbeiten wir eng mit China zusammen. Aber wenn die Welt sich darüber beschwert, dass das chinesische Wirtschaftswachstum auf 6,9% oder so ähnlich heruntergebrochen ist, ja, über 6,9% kann man im Westen momentan nur träumen. Wir brauchen es aber. Wir brauchen die Arbeitsplätze und die Perspektive. Und ich muss wirklich sagen, diese Art von Optimismus, das gibt es hier tatsächlich. Und die Botschafter Deutschlands haben das in verschiedenen Vorträgen hier in Berlin auch unter anderem bestätigt. Und wir brauchen das ganz dringend, eine Vision, wo es in der Zukunft hingehen soll. Sie gucken, habe ich im Parteiprogramm gesehen, auch nicht so sehr gerne auf die kleinen lokalen Gegebenheiten. Mhm. Sie schauen lieber auf die großen internationalen, wie zum Beispiel die Seidenstraße. Und manchmal gucken Sie sogar noch weiter weg. In Ihrem Parteiprogramm steht, Sie fordern die Besiedlung anderer Planeten. Da frage ich mich, was kann Berlin dazu beitragen? Überlegen Sie mal, Berlin ist doch die Geburtsstadt der Weltraumfahrt. Kraft Arnold Ehrecke ist hier geboren, nächstes Jahr wird es der 100. Geburtstag sein. Also die Impulse, die überhaupt dahin geführt haben, dass das Apollo-Programm zustande kam, dass die Mondlandung kam, dass man sich heute mit Strukturen wie ESA und NASA beschäftigt, die kommen genau von hier. Und das war so ein Pioniergeist. Das war wirklich ein Pioniergeist, ein Träumen, ein Sehnen nach neuen Welten. Und das ist doch gerade auch in der Bildung besonders wichtig, dass man irgendwo die Fantasie, die Vorstellungskraft auch der jungen Generation anspornt. Und ich muss dazu sagen, es mag lange hin sein, aber irgendwann müssen wir uns Gedanken machen, wo wir hinwollen. Nicht wegen der Umwelt, sondern wegen der Sonne. Würden Sie auch Geld investieren als Berliner Senat und sagen, da müssen wir die Forschung, da müssen wir Geld reinstecken? Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, solche Wissenschaftsstädte wie in Adlershof in Berlin, das sind hervorragende Möglichkeiten, wo wir zusammenarbeiten können mit anderen, zum Beispiel Weltraumforschungsinstitutionen. Also es wäre hervorragend, absolut. Und dann fliegt Herr Teuxdorf als allererster ins Weltall. Ich glaube, ja, wollte ich gerade sagen, jetzt haben wir nur sowieso, es lohnt sich nicht noch eine weitere Frage. Stefan Teuxdorf, vielen herzlichen Dank. Und meine Damen und Herren, wir gucken als nächstes auf die Deutsche. Da kommt der Applaus etwas spät. Die Deutsche Kommunistische Partei, meine Damen und Herren, und David Donschen hat sich die angeschaut.
Wie es sich für die Deutsche Kommunistische Partei gehört, ist die Webseite ganz in Sowjetrot gehalten und auch die Gegner sind hier schon ganz klar benannt. Und zwar sind das Miethaie, Investoren und Innensenator Henkel. Als Spitzenkandidat tritt Dietmar Koschmider an. Ein Foto gibt es von dem allerdings nicht. Und auch wenn man aufs Wahlprogramm klickt, dann gibt es ganz viel Text und ganz wenig Bild. Es ist viel die Rede von Umverteilung, also Reiche besteuern, Hartz-IV-Gesetze abschaffen. Was man aber auch sagen muss, es gibt einen sehr starken Berlin-Bezug, gerade beim Thema Mieten. Da wird zum Beispiel gefordert, dass 50% aller Berliner Wohnungen in kommunale Hand gehen. Ansonsten ist man gegen Privatisierung im Gesundheitswesen, für mehr Schulen. Und wie man das finanzieren will, weiß man auch schon. Man will die Gewerbesteuer anheben und es soll weniger Subventionierungen für Eigentumswohnungen geben. Die Schulen also, Umverteilung, Reiche besteuern, Hartz IV abschaffen, für all das steht auch Dietmar Koschmider. Und jetzt haben wir ihn hier, also wir brauchen gar kein Foto, wir haben ihn hier im Studio. Spitzenkandidat der DKP, die Partei tritt übrigens zum dritten Mal bei der Berlin-Wahl an. Herr Koschmider, vielleicht zwei, drei Punkte. Wie wollen Sie das machen, die Umverteilung in Berlin? Wir können leider nicht die große Umverteilung vornehmen. Dazu sind gesellschaftliche Veränderungen notwendig. Es muss grundsätzlich weg von dieser Orientierung auf Profitmaximierung. Es muss hin, dass wir ein Gesellschaftssystem haben, das sich an den Interessen der Menschen orientiert und nicht dafür sorgt, dass Profitmaximierungsbedingungen optimal sind. In Berlin werden wir das nicht schaffen, so auf die Schnelle bei den nächsten Wahlen. Aber es gibt auch jetzt schon Möglichkeiten, in einem reichen Land wie diesem das Geld dort zu holen, wo es zu holen ist, nämlich bei den Reichen. Und es nicht ständig dort zu holen, wo die Menschen eh wenig haben, nämlich bei den Armen. Und wo ziehen Sie da die Grenze? Wo fangen die Reichen an? Na, ich sage Ihnen mal, der Berliner Haushalt wurde saniert. Oder man ist dabei, ihn zu sanieren. Ja. Man hat ihn saniert, zum Beispiel dadurch, dass man die Mieten erhöht hat. Bei den städtischen Wohnungen, wohlbemerkt. Dort werden Überschüsse erwirtschaftet, um den Haushalt zu sanieren. Das heißt, man zieht den Menschen, die eh wenig Geld haben, das Geld aus der Tasche. Dazu müssen saftige Mieterhöhungen gemacht werden. Das ist nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite werden für die Reichen Wohnungen gebaut, die bezahlbar sind. Die SPD schreibt in ihrem Programm, Berlin muss bezahlbar bleiben. Naja, bezahlbar. Für wen? Für wen ist die Frage? Ich wollte gerade sagen, bezahlbar sind dann eben für die Leute, die auch dementsprechend verdienen. So ist es. Mhm. Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau, das ist ja für Sie ein Thema. Auf Ihrer Website steht, 50% der Wohnungen sollen kommunal sein in Berlin in Zukunft, wenn es nach der DKP geht. Jetzt sind es so um die 10%. Wie kann Berlin es sich leisten, diese ganzen Wohnungen und Wohnungsbaugesellschaften zu kaufen? Es sind 10%, weil die rot-rote Regierung, aber auch andere, große Bestände aus Wohnungsbestände, die kommunal waren, privatisiert haben. Privatisierung heißt, es werden maximale Profite auch aus Wohnungen gezogen. Aber wie kann Berlin die zurückkaufen? Man muss es reprivatisieren. Das ist ja nicht nur bei den Wohnungen so, das ist auch bei vielen anderen Dingen so. Im Gesundheitswesen haben wir diese Welle, wo man alles privatisiert. Wir haben das in ganz anderen Bereichen, im schulischen Bereich. Es sind immer mehr private Schulen da. Wir haben im Wasser, mit der Wasserversorgung ein bekanntes Problem. Wir haben überall diese Tendenz, dass privatisiert wird. Wir sind der Meinung, das darf A, nicht verschärft werden und es muss B, rückabgewickelt werden. Ja. Aber trotzdem noch mal die Frage, das Geld ist ja weg. Also wie soll Berlin sich das wieder leisten, diese Wohnungen alle zurückzukaufen? Es fängt damit an, dass die städtischen Wohnbaugesellschaften mit Hilfe der Stadt ein großes Wohnbauprogramm auflegen müssen, um billigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Eigentümer, die Privateigentümer von großen Wohnkonzernen haben kein allzu großes Interesse mehr, in Berlin zu expandieren, wenn die Mieten sinken. Wir müssen es erreichen, dass die Mieten sinken. Und das geht nur, wenn städtisch Wohnungen gebaut werden, zu einem vertretbaren Mietzins und damit der Mietzins mittelfristig sinken kann. Ich höre Ihnen so gebannt zu, Herr Koschmider, aber ich habe immer noch nicht gehört, wie Berlin sich das leisten will. Das kostet doch alles Geld, wissen Sie? Wie kann es sich Berlin leisten, Menschen so viel Geld aus der Tasche zu ziehen? Das ist nicht nur im Wohnungsbereich so, das ist auch im Bereich des Nahverkehrs. Wir haben jetzt 2,70 Euro für eine Fahrkarte im öffentlichen Nahverkehr. Die nächste Preiserhöhung ist beschlossen. Das muss nicht sein. Es gibt andere Möglichkeiten. Und ich sage es nochmal, das Geld dazu muss man bei denen holen, die es haben. Ich frage Sie noch mal zum Schluss noch im Prinzip eine ganz globale, grundsätzliche Frage. In der ganzen Welt ist der Kommunismus auf dem Rückzug. Mir fällt jetzt Mittel- und Südamerika ein, sogar Kuba öffnet sich den Vereinigten Staaten. Reiten Sie dann ziemlich totes Pferd, Herr Koschmider? Oh nein. Der Kommunismus, eine sozialistische Gesellschaft, bleibt notwendig. Auch wenn große historische Versäumnisse da zu bemerken sind. Eine Schlussbemerkung sei mir erlaubt. Ich bin der Meinung, die Menschen sollen wählen, was sie wählen wollen. Aber sie müssen ihre Politik
selber und ihre Interessen selber in die Hand nehmen, selber auf die Straßen gehen. Und dazu gibt es am 17. September eine Möglichkeit bei der großen TTIP-Demo und am 8. Oktober eine Möglichkeit bei der großen Friedensdemo. Nur wenn man selber kämpft, nur wenn man sich für seine eigenen Interessen einsetzt, hat man eine Möglichkeit, Verhältnisse zu verändern. Dietmar Koschmider. Dankeschön. Von der Deutschen Kommunistischen Partei. Ich danke Ihnen. So, harter Schnitt jetzt. Wir kommen zu einer Gruppierung, die wirklich für einen ganz anderen Politikansatz steht, nämlich zu den Violetten. Die stehen für spirituelle Politik. Und Reporterin Nina Amin hat sich da mal ganz tiefenentspannt reingeklickt. Die Violetten. Sehr schöne Seite, sehr violett. Hier sieht man dann auch immer wieder den Schmetterling auf der Seite der Partei. Das scheint ein sehr wichtiges Tier zu sein für die Violetten. Da steht dann drin, die Zeit ist reif für spirituelle Politik. Also die Partei versteht sich schon sehr als Sprachrohr auch für spirituelle Menschen. Jetzt gucke ich mal nach dem Wahlprogramm. Da, also Wahlspot für die Wahl am 18.09. Okay, gucke ich mir mal an. Und weil ein anderes Wahlprogramm finde ich jetzt hier nicht. Mein Name ist Christian Fender. Okay, Christian Fender, das ist einer der Landesvorsitzenden. Jetzt kommt die andere Landesvorsitzende, Jutta Zedlitz. Für Berlin ist uns wichtig, dass die Stadt umweltfreundlicher und nachhaltiger wird. Auch Fahrradwege sollen mehr kommen, der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut werden. Mehr Personal in Kitas und in Schulen. Also in Ihrem Wahlspot für die Berlin-Wahl 2016 merkt man jetzt gar nicht so viel von diesem spirituellen, was die Partei sonst in den Vordergrund stellt, sondern das sind richtig handfeste Berliner Probleme, die auch Sie angehen wollen. Ja, Sie haben sie eben schon kurz gesehen, Jutta Zedlitz, die Landesvorsitzende der Violetten. Schönen guten Abend. Frau Zedlitz, was genau muss ich mir unter spiritueller Politik vorstellen? Also wir stellen uns vor, dass wir aus einer ganzheitlichen Sicht heraus Politik machen, dass wir das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt stellen, aber natürlich nicht nur der Menschen, sondern aller Lebewesen. Also Spiritualität bedeutet ja, dass alles mit allem verbunden ist und dass alle unsere Handlungen auch Folgen haben. Spiritualität klingt für mich auch mal ganz schnell oder recht nah an Religion. Also wie verträgt sich das mit diesem Verbot, Staat und Religion zu vermengen? Das verträgt sich insofern, als also Religion und Spiritualität unterschiedliche Sachen sind. Es gibt ja verschiedene Religionen, also man kann die Spiritualität auf ganz verschiedene Arten und Weisen leben. Und eigentlich bedeutet das ja auch nur, dass wir nicht nur materielle Wesen sind, sondern auch geistige Wesen. Und dass es einen bestimmten Sinn hat, dass wir... Also ich wollte sagen, Trennung von Kirche und Staat ist für Sie auch ein Thema. Das ist jetzt, das lösen Sie dann nicht auf, den Graubereich sozusagen, sondern Sie sagen auch, Staat und Kirche sind getrennt. Ja, genau. Wir sind auch dafür, das zu trennen. Ich habe gelesen, Sie fordern, die Krankenversicherungspflicht aufzuheben. Warum? Es gibt ja neben den Krankenkassen auch noch Solidargemeinschaften, wie zum Beispiel Atavana. Und wir finden, dass jeder Mensch die freie Wahl haben sollte, wie er sich für den Krankheitsfall versichern möchte. Also eben zum Beispiel auch in solchen kleineren Solidargemeinschaften, die bis jetzt aber noch nicht gleichberechtigt neben den Krankenkassen stehen. Also Sie wollen schon, dass sich jeder irgendwie vorsorgen muss, aber eben in anderen Einrichtungen als bisher sozusagen. Genau. Und zwar das den Hintergrund, dass die Krankenkassen eben sehr genau festlegen, welche Leistungen sie bezahlen und welche nicht. Und oft sind es eben bei bewussteren Menschen, gerade bei spirituellen Menschen, sind es Leistungen im Bereich Naturheilkunde. Und da wird sehr vieles eben von den Krankenkassen nicht übernommen. Mhm. Und das ist dann doch sehr ärgerlich. Also wir würden gerne auch darauf hinwirken, dass die Krankenkassen auch diese Methoden gleichberechtigt. Dazu wollte ich gerade kommen, weil das fand ich interessant, weil wenn Sie sagen, eine Einrichtung jenseits der Krankenkasse, bei der man sich in Anführungsstrichen, sage ich mal, versichern kann und die das dann bezahlt, ist ja schön und gut, die privaten Krankenkassen machen das ja zum Teil auch, aber die gesetzlichen Krankenkassen sind ja Solidargemeinschaften, wo jeder einzahlt und wo man versucht natürlich, die Belastung für alle so klein wie möglich zu halten. Wenn Sie jetzt sagen, Sie fordern, dass die sich für alternative Medizin öffnen, Sie nennen einige in Ihrem Programm, auf Ihrer Webseite, bislang war es so, Homöopathie wird halt dann nicht gezahlt oder wird so lange nicht gezahlt, wie nicht jemand beweisen kann, dass es auch was bringt. Und international alle Studien durch die Bank weg sagen, da ist keine Wirkung festzustellen. Warum soll das jetzt plötzlich die Solidargemeinschaft bezahlen? Weil einige sagen, ich will das so. Aber wenn man die Menschen fragt, die mit Homöopathie behandelt werden, dann wird man sehr viele Rückmeldungen bekommen. Wenn man sie fragen, willst du niedrigen Krankenversicherungsbeitrag, sagen sie auch ja. Aber Homöopathie ist doch nicht so besonders teuer. Oh doch, das sind Milliarden weltweit.
Und die haben Gewinnspannen von 1000% teilweise, die Unternehmen. Aber das ist ja okay, das sei denen ja gegönnt. Nur die Frage ist, muss das die Solidargemeinschaft bezahlen? Da würde ich aber jetzt mal die Gegenfrage stellen, ob die Solidargemeinschaft teure Operationen bezahlen muss. Wenn sie lebenserhaltend sind, wenn nachgewiesen ist, dass sie lebenserhaltend sind. So ist es ja bislang. Ja. Also es wird ja zum Beispiel auch Akupunktur bezahlt, was ja alternativ ist, weil man sagt, da gibt es den Beweis, dass es funktioniert. Sollten wir nicht dabei bleiben, nur das zu bezahlen, von dem wir wissen, dass es funktioniert, was auch beweisbar ist, dass es funktioniert? Die Frage ist, wie dieser Beweis geführt wird. Also wenn man bei Menschen sieht, dass es einen positiven Effekt hat, dann ist es doch eigentlich auch Beweis genug dafür, dass das funktioniert. Würde man normalerweise sagen, wenn es eine belastbare Studie dazu gibt, ja. Das ist auch so ein Problem mit den Studien, wer diese Studien anstellt und welche Kriterien da gelten. Also das müsste man vielleicht auch nochmal überdenken. Gut, das ist interessant. Jetzt käme ich noch zu vielen anderen Punkten, aber wenn mir die Uhr gleich einen Strich durch die Rechnung macht, dann ich will. Ja, dachte ich mir fast. Jutta Zedlitz, vielen herzlichen Dank. Das waren die Violetten, meine Damen und Herren. Gerne. Sie dürfen. Kommen wir zu einer Partei, die war bereits im Abgeordnetenhaus, die ist vor 5 Jahren an der 5%-Hürde gescheitert und ist, wir haben es vorhin eingangs der Sendung gesehen, momentan ganz nah dran, wieder einzuziehen, nämlich die Freie Demokratische Partei, die FDP, und mein Kollege Jan Menzel hat sich deren Webseite angeschaut. Die FDP hat sehr bunte Farben, sehr auffällig, aber auf den ersten Blick findet man nicht unbedingt inhaltliche Positionen. Dann gucken wir mal direkt bei Wahl 2016 als erstes die Kandidaten. Unten Sebastian Chaya, das ist der jüngere Bruder von CDU-Sozialsenator Mario Chaya. Die FDP hat ein sehr umfangreiches Wahlprogramm. Sie nennt es Plan B. Hier eigentlich alle Punkte. Update für Berlin, Wirtschaft, Bildung, Wohnen. Da gibt es zum Beispiel den Satz, mehr Freiheit und Selbstbestimmung für die Schulen. Das ist eigentlich eine ganz klassische FDP-Forderung. Also die großen Themenblöcke und dann kommt gleich Flughafen Tegel. Und das ist spannend, weil Flughafen Tegel, das ist für die FDP die ganz wichtige Wahlkampfforderung. Den Flughafen Tegel offen halten, da hat sie wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Sebastian Chaya von der FDP hier im Studio. Ihnen geht's gut heute Abend, oder? 5%, sagt Infratest. Ja, wir wollen Vertrauen zurückgewinnen und da sind noch ein paar Tage Zeit bis zum Wahlabend und da haben wir noch was vor uns und wir machen weiter. Ja, mir geht's gut. Ich wollte gerade sagen, fantastisch Politikersprecher, aber wie geht's Ihnen wirklich? Danke. Ich vermute mal, ich bin keine Empirikerin, ich bin keine Soziologin, ich vermute mal, diese 5%, die Sie jetzt eben nach der aktuellsten Umfrage erreicht haben, haben Sie mit diesem einen Thema erreicht, was Sie ja in ganz Berlin, womit Sie in ganz Berlin zugeklebt haben, Tegel offen halten. Wie soll das gehen, Herr Chaya? Ja, ganz einfach. Wir verweigern nicht die Realität, wie das ja heute das Berliner Abgeordnetenhaus getan hat, indem man sich nicht mit einer Vorlage zur Kenntnisnahme beschäftigt hat, sondern wir sagen, die Realität ist so klar, dass auch klar ist, dass der Flughafen BER zu klein geplant ist und das Sorgenkind Nummer 1 bleiben wird in dieser Stadt. Wir haben 30 Millionen Passagiere erwartet und das war die Prognose im Jahr 1996. Wir liegen jetzt bei 36,5 Millionen Passagiere, 2030 sogar 60 Millionen Passagiere. Und da ist es nur logisch zu sagen, ich halte eine bestehende Infrastruktur, einen funktionierenden Flughafen wie den Flughafen Tegel offen, weil es rechtlich geht und weil es im Übrigen auch ein Entlastungsprogramm für den Berliner Straßenverkehr ist. Und auf der anderen Seite den Wirtschafts- und Tourismusstandort Berlin stärken würde. Weil es rechtlich geht, sagen Sie. Es gibt einen Planfeststellungsbeschluss und der wird von mehreren Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes gestützt. Wie wollen Sie das denn kippen? Na, ich bleibe wieder mal bei der Vorlage, die heute im Abgeordnetenhaus ist. Und Sie wissen ja, dass ich Mitinitiator des Volksbegehrens auch bin, was wir auf den Weg gebracht haben. Und da kommt der Berliner Senat zu der Auffassung, unterschrieben vom regierenden Bürgermeister und dem Stadtentwicklungssenator, es geht rechtlich. Es ist politisch derzeit nur nicht gewollt und deswegen ist der 18.09. die Wahl natürlich auch eine Abstimmung über die Frage, ob Tegel offen bleibt oder nicht und die Berliner endlich mitreden dürfen, was mit ihrem Flughafen passiert. Ich glaube, es sind sogar 2 Bundesverwaltungsgerichtsurteile, die werden Sie einfach kippen, das höchste deutsche Gericht. Das Bundesverwaltungsgericht hat ja nur eine Sache beschlossen, nämlich, dass die Planfeststellung für den Flughafen BER rechtsmäßig ist. Es steht in keinem rechtsverbindlichen Teil,
dass der Flughafen Tegel zu schließen ist. Da steht lediglich die Empfehlung drin, den Flughafen Tegel zuzumachen, weil man eben, wenn es mal richtig gut läuft, für Berlin 30 Millionen Passagiere erwartet. Und da sind wir weit drüber hinaus, das habe ich ja gerade beschrieben. Ja. Und deshalb ist das gar kein Problem. Man muss es nur politisch wollen. Und für diesen politischen Willen stehen wir. Und das werden wir auch im Parlament treiben, dieses Thema. Wenn Sie reinkommen. Davon gehen das wir aus. Das muss ich jetzt sagen, weil es wir ist noch nicht, ist die Wahl ist noch nicht gelaufen. Ja, Sie haben vollkommen noch einen anderen, recht. Ich habe noch einen anderen Punkt, nämlich, und das wissen Sie auch, weil es, Sie sagen ja immer, weil es geht, ja. Und ich frage so hartnäckig nach, weil ich nicht genau sicher bin, ob Sie nicht die Leute beschwindeln. Sie wissen, dass im Sommer 2004 die Betriebsgenehmigung für Tegel widerrufen wurde. Mhm. Wenn Sie den Flughafen offenhalten wollen, dann müssen Sie eine neue Betriebsgenehmigung beantragen für einen Flughafen, über den im Minutentakt über dicht besiedeltes Gebiet Flugzeuge reinrauschen. Wer wird Ihnen diese Genehmigung erteilen? Das ist einfachstes Verwaltungshandeln. Den Widerruf der Betriebsgenehmigung kann der Senator für Stadtentwicklung und Verkehr sofort zurücknehmen. Und wir haben ja jetzt im Übrigen auch gesehen, als man festgestellt hat, dass der Flughafen BER 2018 erst öffnet. Und ich finde, Michael Müller hätte jetzt die Chance auch gehabt, in den letzten Wochen sich mal gerade zu machen bei den Berlinern und zu sagen, dieser Flughafen öffnet erst 2018. Denn er hat ja eins gemacht. Er hat jetzt auch für den Flughafen Tegel die Zertifikate verlängert, dass überhaupt dort weiter geflogen werden kann, weil eins feststeht, Berlin braucht Tegel und Berlin braucht Tegel jetzt und in der Zukunft, weil der BER zu klein ist und dafür treten wir unter anderem auch an und wollen die Berlinerinnen und Berliner aufrufen, uns 174.000 Stimmen zu geben, denn darum geht's. Das wäre ein vorgezogenes Volksbegehren am 18.09. Und dann mit einer starken Stimme der Liberalen das Thema im Mittelpunkt der Politik, da wo es hingehört. Ganz kurz noch, weil wir hören schon die Uhr ticken. Sie haben gesagt, so schlimm ist das gar nicht, aus dem Parlament rauszufliegen. Wenn man draußen sitzt und reinguckt, dann hat man ganz neue Erkenntnisse. Ganz kurz, was ist die Erkenntnis von Sebastian Schaja der vergangenen 5 Jahre? Der politische Diskurs fehlt und der muss zurück ins Parlament. Und man merkt ja immer erst dann, wenn etwas fehlt, was wirklich fehlt. Ding so. Dong, Sebastian Schaja, Spitzenkandidat und Generalsekretär der Berliner FDP. Übrigens, bitte denken Sie dran, und das ist ja gerade bei diesem brisanten Thema Flughafen Tegel immer wieder sehr interessant, Sie können mitdiskutieren in unserem Live-Chat auf unserer Internetseite rbb24. Auf Facebook und Twitter heißt unser Hashtag rbbwahl. So, und jetzt kommen wir zu den Grauen Panthern. Was die für Berlin wollen, ihre Ziele, ihre Vision, hat sich Reporter Florian Eckert mal angeguckt. Die Grauen Panther, Landesverband Berlin in grauer Website. Okay, wo ist der Spitzenkandidat? Hier vielleicht, Landesvorstand? Nein. Vielleicht finden wir ihn ja hier, Reinickendorf, aus Reinickendorf kommt er. Ja, da ist er, ne? Da sieht man ihn immerhin in der Zeitung. Michael Schulz, wie sieht's mit den Inhalten aus? Unsere Themen hier oben, Bildung. Nix, Achtung Baustelle, Themen werden redaktionell bearbeitet. Verkehr, auch keine. Hier der Wahlkampfspot. Oh, okay. Fetziger als ich dachte. Hier sind die Inhalte. Hier sind sie drin. Mehr Wohnungsbau, mehr öffentliche Beteiligung, keine Steuerverschwendung, Stichwort BER. Also man muss den Wahlkampfspot gucken, dann findet man auch was. Bei den Grauen Panther. Und da ist Michael Schulz eben schon gesehen, kurz der Spitzenkandidat der Grauen Panther. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Schulz, bevor wir über die Webseite mal reden, die Partei hat sich ja mal aufgelöst. Mhm. Da sind Sie zu den Piraten gewechselt, saßen für die auch im Bezirksparlament, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und dann standen Sie ja vor der Wahl, bleibe ich bei denen oder gehe ich woanders hin, haben sich jetzt entschieden, wieder zu dem neu gegründeten Grauen Panther zu gehen. Warum gerade zu denen? Na, das ist wieder zurück zu den Wurzeln. Ich habe 2005 meine erste Mitgliedschaft bei einer Partei, bei den Grauen Panthern, unterschrieben und war mir da sicher, dass diese Partei sozusagen immer die Wunde, den Finger in die Wunde legt, sozusagen, weil es ist auch so, dass die Partei nicht nur alte Menschen vertritt, sondern auch die jungen Leute. Ja, dann hat sich die Partei aufgelöst, wie Sie es gesagt haben. Dann hat man das mit den Piraten versucht, weil die Themen, sozusagen die Schnittmengen fast ähnlich waren mit der Partei. Dann hat sich die Partei, die Fraktion in Reinickendorf aufgelöst. Man hat sich Politik wahrscheinlich anders vorgestellt. Man sieht auch an den Umfragen, dass diese Partei natürlich
ja, eine andere Vorstellung von Politik hat. Da muss man schauen, wie man politisch seine Arbeit weiter fortsetzt. Und da ich sozusagen dann dieses gesagt die alte Heimat wieder, genau. Genau, zurück zu den Wurzeln, 10 Jahre Bezugspunkt. Wir haben eben dieses Schild gesehen, Baustelle, das war an mehreren Stellen bei den Themen auf der Webseite. Und da habe ich mir so gedacht, wenn ich jetzt Wähler bin und ich gucke da drauf, wie soll ich sie denn wählen, wenn ich nicht mal weiß, wofür sie stehen? Ja, das ist ein etwas längerer Prozess bei uns. Die Arbeitsgruppe Internet braucht ein bisschen. Darf man uns nicht übel nehmen, wir versuchen das gerade alles ordentlich aufzubauen. Die Mitglieder machen das alles hier ehrenamtlich. Wir haben hier keine Angestellten oder sowas, die nonstop nur mit der Parteiarbeit. Muss man in aller Fairness auch dazu sagen, es gibt dann einen Verweis auf die Seite der Bundespartei und da gibt es dann ein Parteiprogramm. Das ist jetzt auch nicht gerade üppig, aber für denjenigen, der es kurz und knapp mag, ist es eigentlich ganz, ganz gut zu handeln. Und dann lese ich da so Sachen wie, Sie fordern die Rente mit 63. Okay, gibt's. Sie fordern Mindestlohn für alle. Gibt's. Sie fordern die Abschaffung von Studiengebühren. Gibt's zumindest in Berlin. Sie fordern mehr Ganztagsschulen, wird in Angriff genommen momentan. Die Frage, ich habe das so gelesen, habe gedacht, das klingt alles verdammt nach dem SPD-Parteiprogramm. Okay. Also es ist so, dass wir natürlich gewisse Themen, Sie haben den Mindestlohn angesprochen, natürlich eine andere Zahl erwähnen als die SPD, wenn Sie das genau sich recherchieren. Und das ist halt so, dass man gewisse denn, Themen... Wie hoch soll er denn bei Ihnen sein? Weil das stand da nicht. Wie hoch 12 Euro. 12 Euro, okay. Das ist so, dass wir natürlich die Themen der etablierten Parteien auch ein bisschen aufgreifen, das ist ja ganz klar. Wir wollen natürlich, wenn wir auch in das Berliner Abgeordnetenhaus kommen, klar die etablierten Parteien da festtackern an ihre Wahlversprechen, die sie immer wieder vor jeder Wahl halten. Die Menschen in der Stadt sozusagen haben ganz, also das Vertrauen so ein bisschen verloren an den Politiker, das muss man einfach so sagen. Wir wollen halt starke Oppositionsarbeit leisten und wollen das Gehör für den Bürger definitiv sein. Zentrales Thema wurde eben angesprochen bei Ihnen, ist ja auch mehr Wohnungsbau. Da habe ich mich gefragt, die etablierten Parteien im Abgeordnetenhaus, die haben sich jetzt darauf verständigt, haben gesagt, es gab den Volksentscheid zu Tempelhof. Mhm. Der ist zwar in der neuen Legislatur eigentlich nicht mehr bindend, aber darüber reden Sie jetzt nicht mehr. Mhm. Würden Sie zum Beispiel das Fass nochmal aufmachen und sagen, wenn wir so viele Wohnungen brauchen, vielleicht müssen wir da nochmal drüber reden? Na, wenn die Berlinerinnen und Berliner mit uns dieses Thema nochmal in den Dialog gehen und sagen, okay, wir wollen es unbedingt, dann würde die Partei das auf jeden Fall wieder aufmachen, natürlich, das Thema wieder hoch. Und wie steht es zum Beispiel mit einem anderen momentan viel diskutierten Thema in Berlin, klang eben doch schon an, die Flüchtlinge, wie stehen die Grauen dazu? Die Flüchtlingspolitik, da haben wir uns auch positioniert. Wir sagen es ganz klar, dass jedem Menschen geholfen werden muss, ja, auf der Welt. Und dass man auch hier unterscheiden muss zwischen Kriegsflüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen. Wenn die Menschen dort aus dem Krieg hierher kommen, dann sollen sie auch geholfen werden. So wie es für uns eine Selbstverständlichkeit, ihnen zu helfen, ist es auch eine Selbstverständlichkeit für jeden einzelnen Flüchtling, dass er wieder zurückgeht, weil wir Platz schaffen müssen für neue Flüchtlinge, die in anderen Ländern sozusagen auch Krieg erfahren müssen. Da müssen wir dann natürlich, weil wir können nicht in der Stadt allen helfen, das ist einfach ganz klar. Falls die Zeit noch reicht, schnell Stichwort Polizei, innere Sicherheit. Innere Sicherheit, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir mehr Respekt gegenüber unserer Berliner Polizei haben. Die Frage muss sich stellen, ob wir mehr einstellen müssen oder nicht. Vielen Dank, Herr Scholz. Ich danke Ihnen. Auch auf dem Wahlzettel werden Sie finden die Partei Menschliche Welt. Und mein Kollege David Donschen hat sich mal angeschaut, was man bei denen auf der Webseite findet. Die menschliche Welt, das scheint tatsächlich ein bisschen mehr zu sein als eine Partei. Hier gibt es eine Anleitung zum Meditieren, Yoga machen und zur Potenzialentfaltung. Und einen Guru scheinen sie auch zu haben. Wir machen ja politische Arbeit aus unserer Liebe für die Menschen. Dann gibt es auch noch ein Wahlprogramm für Berlin. Hier ist die Rede davon, dass man Flüchtlingen helfen möchte, und zwar indem man die Ursachen für die Flucht beseitigt. Man möchte das Gesundheitswesen beleben, und zwar durch so Dinge wie Yoga und Qigong. Und man möchte auch vegetarische Speiseangebote in allen öffentlichen Kantinen in Berlin. So einen richtigen Spitzenkandidaten hat die menschliche Welt, glaube ich, nicht. Aber dafür zwei Kandidaten, die direkt antreten. Und zwar in Tempelhof Schöneberg Sahin Asbak, der ist Angestellter. Und in Charlottenburg-Wilmersdorf ist das Şelal Akgün, und der ist Yogalehrer. Şahin Asbak, der Berliner Spitzenkandidat, ist jetzt bei mir. Schönen guten Abend. Für das Wohl und Glücklichsein aller, das klingt ja jetzt erstmal nicht verkehrt, wie können sich alle wohlfühlen und glücklich sein, Herr Asbak? Ja, das ist eine gute Frage. Gemeint ist damit, dass wir uns bemühen, in unserer politischen Arbeit die Grundbedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Hier
gehen wir noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir kümmern uns auch um die Belange von Tieren und der Pflanzenwelt. Und glücklich sein ist in dem Sinne, dass ein Wesen nicht nur seine Bedürfnisse erfüllt, sondern dass ein Wesen, Mensch oder Lebewesen, sich auch ausdrücken kann und in der ganzen Potenzial, was es zur Verfügung steht, ausleben kann. Das ist damit gemeint. Und was meinen Sie, was fehlt der Berliner Landesregierung, dass die derzeit Diensthabenden sich vielleicht nicht gut genug ausdrücken, ihre Bedürfnisse erfüllen, glücklich sind, sich wohlfühlen? Ja, glücklich sein oder Glück erlangen ist erstmal eine individuelle Anstrengung. Das heißt, wir müssen dann jeden Einzelnen fragen, was ihn davon abhält, glücklich zu sein. Aber im Wesentlichen, was damit gemeint ist, die Methoden des Yoga oder der Meditation helfen ja im individuellen Leben eine gewisse Ausgeglichenheit, eine gewisse Balance zu erlangen. Und es ist meine Beobachtung, dass wir genug Wissen und Ressourcen haben, die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, anzugehen. Es ist oft eine bestimmte Denkstruktur, Denkart und Weise. Das heißt, wenn ich sage, meine Maxime ist Profitmaximierung, habe ich einen ganz anderen Ansatz, als wenn ich sage, ich möchte mich mehr dem Allgemeinwohl widmen. Und was sagen Sie, wie kann Yoga helfen, dass der Flughafen endlich fertig wird? Wie kann Yoga helfen, dass Berlin sicherer wird? Wir hatten das Thema bezahlbare Mieten. Ja, also Sicherheit ist eine Frage der Kriminalität. Kriminalität bedarf einer genauen Analyse, was die Ursache ist. Hier würde ich mehr Gelder, die zur Verfügung stehen, in die Prävention, Jugendarbeit stecken, als in Gefängnisse und Strafmaßnahmen. Das wäre eine Möglichkeit, die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, umzuleiten. Ja, Sie gehen ja auch auf Themen ein, also zum Beispiel Bildung. Sie sagen, es soll eine elterngebundene Erziehung bis zum vierten Geburtstag geben. Also heißt das 3 Jahre Elternzeit? Wer bezahlt das? Ja, also es bedeutet, manche Eltern sind beide berufstätig, haben so schnell wie möglich das Bestreben, dass das Kind versorgt ist, damit sie ihrer Arbeit nachgehen können. Da ist der Staat in der Pflicht, dem auch nachzukommen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Eltern, die sagen, ich möchte so viel wie möglich meinen Kindern Zeit zur Verfügung stellen. Und da wäre eine Möglichkeit, flexible Arbeitsbedingungen für die Eltern zu gewährleisten, Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Das kostet, ne? Das kostet, aber es ist eine Investition in die Zukunft, in die Gesellschaft. Die Familie ist hier die Grundlage unserer Gesellschaft. Und das ist Ihr Ansatz. Dafür muss Geld da sein. Herr Asbach, ich muss Sie noch was ganz anderes fragen. Sie werden, das wissen Sie auch, Sie werden niemals genug Stimmen bekommen, um ins Parlament einzuziehen, auch nicht in Tempelhof-Schöneberg oder Charlottenburg-Wilmersdorf, wo Sie antreten. Also Sie werden keinerlei politischen Einfluss haben. Ja. Warum machen Sie das? Was treibt Sie an? Ja, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Um nochmal beim Thema Schule zu sein, wenn ein Kind in die Schule kommt, eingeschult wird, kein Mensch kann von diesem Kind verlangen, dass es gleich Abitur ablegt. Es muss das Lesen und das Rechnen lernen, es muss sich entwickeln und es kommt ein Zeitpunkt, wo das Kind auch Abitur ablegen wird. Und ich denke, es ist ein Appell an die Gesellschaft, für die Menschen, die ein wohlwollendes Allgemeindenken im Vordergrund haben, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Dafür sehe ich schon eine Grundlage. Also das ist das, was Sie wollen, ein Appell an die Gesellschaft. Genau. Und ein Impuls in die Politik. Dankeschön. Schlusswort von Shahin Asbach. Und die nächste Partei, die wir jetzt vorstellen, die sich vorstellt, ist die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Mit ihr hat sich Reporter Jan Menzel befasst, was er so gefunden hat, wie er das findet. Bitte. Die NPD nennt sich die Soziale Heimatpartei Berlin. Wenn man drauf guckt, sieht man erstmal große Fotos. Statt Asylfinanzierung kostenlose Schulspeisung, statt Asylfinanzierung kein Behördenwirrwarr. Alle Themen werden immer irgendwie mit Flüchtlingen in Verbindung gebracht. Das fällt als erstes auf. Für uns ist ja spannend, was die NPD speziell anbietet jetzt zur Abgeordnetenhauswahl, also Wahlen 2016. Als erstes kommt wieder ein großes Bild. Statt Asylfinanzierung geringer Eintritt in Museen und in den Zoo für Arbeitslose. Also meines Wissens gibt's da schon.
Gehen wir weiter runter, dann kommen die Kandidaten. Sebastian Schmidtke ist der Spitzenkandidat der NPD. Die NPD nennt ihr Wahlprogramm Landesaktionsprogramm für ein deutsches Berlin. Also wenn ich mal so durchgehe, da finden sich viele Punkte, die sind auf Berlin bezogen, aber auch sehr viel. Da geht es um die EU, da geht es um Bundespolitik. Und wenn ich mal so schätze, dann ist ungefähr die Hälfte wirklich Berlin-Politik. Und der Rest könnte auch in anderen Wahlprogrammen anderer Bundesländer stehen. Sebastian Schmidtke ist der Spitzenkandidat der NPD. Guten Abend. Guten Abend. Es ist ja, muss man fairerweise dazu sagen, bei vielen Parteien, kleinen Parteien so, dass sich EU und Europa und alles Mögliche findet. Nun ist es bei Ihnen allerdings auch so, Sie treten, als was nicht selbstverständlich ist, auch in den Bezirksverordnetenversammlungen an, wo Sie teilweise vor 5 Jahren auch schon erfolgreich waren. Das heißt, das sind politisch sozusagen die Niederungen der Ebene. Da muss man Sachpolitik machen. Deswegen mal so ein paar Fragen zu Themen, die in den letzten Jahren da auch eine Rolle gespielt haben. Nehmen wir beispielsweise ganz viel diskutiert das Hundegesetz. Müssen Hunde angeschnallt sein? Zum Beispiel Schlachtensee wurde ja viel diskutiert. Wie stehen Sie dazu? Wie gehen wir mit den Hunden in der Stadt um? Ja, ein ganz wichtiges Thema. Wir sollten natürlich die Hundesteuer halbieren. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das hatten wir auch natürlich veröffentlicht bei Facebook. Aber ein Thema, was die Berlinerinnen und Berliner viel mehr interessiert, ist, wann werden die Turnhallen von den Asylbewerbern endlich wieder freigegeben? Wann werden die Kindertagesstätten wieder so saniert, dass sie auch belebbar sind? Ich wollte ja mehrere Themen abarbeiten, ganz ruhig. Zweites Thema, was mich auch interessieren würde, worüber wir gerade ganz aktuell diskutieren. Es gab vor ein paar Tagen eine Forderung der freien Theaterszene, die gesagt hat, ihr nehmt wahnsinnig viel Geld an in der Stadt über die Citytax. Gebt uns doch davon die Hälfte ab, damit wir hier mehr Kultur haben, damit wir mehr für die freie Theaterszene haben. Sagt natürlich die etablierte Theater- und Kulturszene, naja, aber das wollen wir ja lieber. So, wie hält es die NPD? Also wen würden Sie fördern und warum? Die Citytax beim Wahl-O-Mat haben wir es auch angegeben, muss natürlich beibehalten werden. Eine ganz wichtige Sache, um natürlich den Tourismus, wo natürlich auch Kultur dazugehört, zu erhalten und zu finanzieren. Aber viel mehr wäre zu sparen, wenn wir endlich anfangen würden, die 2,2 Milliarden, die der Senat beschlossen hat, aus dem Immobilienfonds zu nutzen für einheimische Interessen. Das wäre weitaus sinnvoller, als durch die Citytax weiter Geld einzunehmen. Wenn wir Geld einsparen würden durch fehlgeschlagene Integrationsprogramme, auch da hat der Senat wieder 680 Millionen Euro verschleudert. Das wäre ein Sparkapital, was wir endlich für die Belange des Volkes einsetzen könnten. Also das sind viele Millionen, die könnte man zum Beispiel einwenden. Auch ein Thema, das wir ganz oft in den Sendungen haben, Verbesserung der Radinfrastruktur. Jetzt hatten wir gerade heute eine Riesendiskussion, ging durch alle unsere Sendungen, auch mit dem Stadtentwicklungssenator, um die Frage, brauchen wir mehr Radwege, müssen wir eher die Autos fördern. Der Senat sagte, wir wollen sogar Radschnellwege errichten. Sind Sie ein Radfahrer? Ich bin Radfahrer selber auch. In Treptow-Köpenick gibt es da auch schon Gott sei Dank genug Radfahrwege. Auch das muss ausgebaut werden, ganz klar. Wir müssen auch natürlich an die Sicherheit der Radfahrer denken. Das ist ein ganz wichtiges Thema natürlich. Ja. Und den Autofahrern, was können Sie denen dann entsprechend versprechen? Weil das ist immer die Frage, die Abwägung zwischen den einen und den anderen. Ja, auch da ist natürlich die infrastrukturellen Maßnahmen sehr wichtig. Auch da kann man natürlich an ganz anderen Stellen sparen. Wie ich schon sagte, bei fehlgeleiteten Integrationsprojekten. Ja, bei der fehlgeleiteten die Integrationsprojekte als solche sind ja gar nicht so teuer. Aber was Sie wahrscheinlich meinen, ist die Unterbringung und so. Nein, die Integrationsprojekte. 680 Millionen Euro hat der Senat letztens wieder beschlossen gehabt, werden dafür investiert, für Flüchtlinge, die integriert werden sollen. Daher ist das schon ein Sparpunkt. Was ein richtig teurer Punkt auch ist, der beschlossen wurde, war ja die Gründung von Stadtwerken und dann die Frage, erzeugen wir in Berlin unseren Strom selber oder lassen wir das bei den, in dem Fall Vattenfall oder irgendeinem anderen. Da hat sich auch innerhalb der Koalition die CDU und die SPD ja sehr drüber gestritten. Für welchen Weg würden Sie plädieren, Stadtwerke oder es bei Vattenfall belassen? Wenn ja, mit welchen Auflagen? Wichtig ist, die Privatisierung rückgängig zu machen und die Stromversorgung absolut wieder in staatliche Hand zu nehmen, dass Strom auch wieder bezahlbar ist. Denn viele Bürgerinnen und Bürger haben das Problem, dass sie gar nicht mehr die Chance haben, Strom vollkommen zu bezahlen, wenn sie ihre Leistung wollen. Und das ist natürlich Einsparpotenzial, was wir durch eine vernünftige Verstaatlichung hätten. Natürlich. Haben Sie natürlich das Problem, dass Sie über die gesetzlichen Regeln, wie sie momentan sind, den Strom ja nicht lokal nur vermarkten können, sondern ich kann ja beschließen, ich kaufe irgendeinen Strom bei einem Versorger von mir aus Schleswig-Holstein. Wie wollen Sie es hinkriegen, dass die Stadtwerke dann trotzdem profitabel sind? Da müssen wir natürlich drüber reden, das ist ganz klar. Wir fühlen uns als Fundamentalopposition, die vor Ort ist und natürlich erstmal sich um Themen kümmert. Ich kann es natürlich sagen, nach dem Staatspräsidenten von der Tschechei, ein ganz wichtiges Thema. Wenn Sie in einem Land leben, wo das Angeln mit Angelschein verboten wird, unter Strafe gestellt wird und der illegale Grenzübertritt nicht, dann werden Sie von Idioten regiert. Dankeschön. Gut, vielen herzlichen Dank, Herr Schmidtke. Das klang jetzt nach Schlusswort, oder wollen Sie noch? Richtig. Jetzt hat es Pling gemacht. Gut, vielen herzlichen Dank, Herr Schmidtke. Und wir gucken auf die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative, besser bekannt unter Die Partei, hat sich meine Kollegin Dorit Knieling angeschaut.
Die Startseite ist in sehr kräftigen Farben gehalten, dunkles Rot und Schwarz. Das soll wohl Seriosität vermitteln, denn die Partei selbst versteht sich ja eher als Satirepartei. Auf der Startseite sehe ich allerdings nur einen alten Termin und ein Bild von Frank Henkel. Weiterhin gibt es ein Propagandafeld und da ist unter anderem die endgültige Parteihymne zu hören. Weiter unten das Programm der Partei. Sehr nüchtern gehalten und es wird unter anderem gefordert, Hundestadt Berlin. Die Partei setzt sich für eine 700-prozentige Erhöhung der Hundesteuer ein, bei gleichzeitigem Verbot, sich seiner Hunde auf jedwede Art zu entledigen. Die Startseite ist unterzeichnet vom Landesvorsitzenden Risa Körtlen. Allerdings erfahre ich nicht, ob Risa Körtlen auch der Spitzenkandidat der Partei im Abgeordnetenhauswahlkampf ist. Die Partei, die selbsternannte Satirepartei. Und ich versuche jetzt mal den Landesvorsitzenden Risa Körtlen ernst zu nehmen, ohne ihn ernst zu nehmen. Also wir werden mal gucken, wie weit wir kommen. Sind Sie der Spitzenkandidat? Ich bin nicht der Spitzenkandidat. Die Spitzenkandidaten sind die zwei Jungs von KIZ. Ich bin nur der Landesvorsitzende. KIZ, bekannte Band hier aus Berlin. Was war das eben mit Frank Henkel? Also ein riesen Foto von dem Spitzenkandidaten der CDU, dann auch noch ein Text. Was haben Sie denn mit Frank Henkel? Ja, bevor wir das Thema behandeln, würde ich gerne noch bemerken, dass Sie vielleicht vergessen haben, die NPD zu fragen, welches Angebot sie an den jüdischen Wähler in der Stadt machen möchte. Das habe ich leider nicht gehört und finde ich sehr schade. Der Kollege ist noch da, können Sie bestimmt dann nach der Sendung. Davon, und was ist mit Frank Henkel? Was haben Sie mit Herrn Henkel, Herr Körtlen? Nun, Frank Henkel, jeder kennt ihn, keiner mag ihn. Und wir haben uns überlegt, wenn wir im Zuge des Wahlkampfs einfach mal überprüfen, was für ein Standing hat dieser Mann eigentlich, haben wir einfach uns gedacht, wir machen eine Solidaritätskundgebung für ihn. Und konnten damit feststellen, dass leider keine nennenswerten Personen Solidarität mit Frank Henkel bezeugen wollten. Mhm. Und somit, denke ich, hat sich dieser Mann für Berlin erledigt. Ja, wenn Sie, aber Sie wissen ja, wie Propaganda funktioniert. Wenn ich auf Ihre Seite gehe und ich sehe ein Riesenbild von Frank Henkel und dann eben auch diesen riesenlangen Text, haben Sie keine Angst, Wählerstimmen zu verschenken an die CDU? Ich kenne das Problem, dass die Aufmerksamkeit von jungen Leuten gerne mal bei 8 Sekunden liegt. Aber das Bild ist schon bunt und das ist auch was. Ich habe weitergeguckt und ich habe gefunden einen 6-Punkte-Plan. Was sieht der vor? Also Sie haben einen 6-Punkte-Plan für Berlin. Das ist falsch. Wir haben einen 6-Punkte-Plan angekündigt. Und ach, den gibt's noch gar nicht. Ja. Und warum, was ist das dann, diese Forderung, das Maifest von Kreuzberg auf das Tempelhofer Feld umzusiedeln? Das gehört nicht, das ist auch eine Ankündigung, die vielleicht nicht kommt? Nein, Sie müssen das so sehen, das sind Wahlversprechen und die werden gemacht, um dem Wähler etwas zu versprechen. Weil wir wollen vom Wähler die Stimme und der Wähler möchte von uns ein Versprechen. Und das ist unser Programm. Aber Sie wissen schon, das ist ja das Kreuzberger Maifest. Ja. Ich bin selber Kreuzberger. Ja, aber Tempelhof liegt ja nicht in Kreuzberg, ne? Ja, genau. Das ist nämlich das Thema, weil eigentlich die wenigsten Kreuzberger, Sie wissen das, mögen das Maifest. Und deswegen sind wir stark daran interessiert, das nach Tempelhof zu geben. Und wenn Sie dieses Fest auf Pfingsten verlagern, das haben Sie geschrieben, weil dann ist es 3 Tage lang, das wäre dann viel, viel besser und viel lustiger. Ja. Und wenn Pfingsten im Juni liegt, ist es trotzdem das Maifest? Das ist im Auge des Betrachters. Mir ist das eigentlich egal, wie das Scheißding heißt. Entschuldigung. Vielleicht sollten wir auch nicht über dieses Programm reden. Wie gesagt, das sind Wahlversprechen. Und wir sollten vielleicht über die Partei mal reden. Ja, bitte? Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative ist eine völlig neuartige Partei. Quatsch, die gibt es doch schon länger. Wir sind der Meinung, dass die herkömmlichen Altparteien irgendwie nach Jahren, sie sind verkrustet, sie sind abgewirtschaftet und wir werden die Parteien langfristig ersetzen. Mit zum Beispiel der Maifestverlagerung oder Sie haben auch die Berlin Bottle Days angekündigt. Ja. Das finde ich ja sogar einen sozialen Vorschlag. Ich sage Ihnen das mal eben, Berlin Bottle Days, da darf jeder seine Pfandflaschen rausstellen. Nein. Und das unterstützt dann sozial schwache Bürger. Da soll jeder seine Pfandflaschen rausstellen. Aber Sie wissen doch nicht, ob es klappt. Ich weiß, dass jede Flasche, die in Kreuzberg auf der Straße steht, nach 2 Minuten weg ist. Und ich denke, das ist doch ein guter Ansatz. Es ist ganz interessant, weil Sie sagen, die Partei soll ja irgendwann alle herkömmlichen Parteien ersetzen. Sie haben auch zur Integration einen Beitrag, den Zuzug von Schwaben verhindern. Ja.
Umfragen haben ergeben, das bringt uns mindestens 20%, genauso wie der Wiederaufbau der Berliner Mauer. Und ich denke, damit sind wir schon bei 40 und ein paar Prozent noch, die wir von der NPD kriegen oder keine Ahnung. Und dann haben wir es auch im Sack. Ein Versuch, ob ich etwas Ernsthaftes schaffe, vielleicht 5 Sekunden lang mit Ihnen. Wen werden Sie wählen in 10 Tagen? Ich wähle mich. Die Partei, die selbsternannte Satirepartei, und Risa Körtling war hier. Und wen haben wir jetzt im Programm? Die Partei für Gesundheitsforschung. Auch hier haben sich mal unsere Reporter in deren Internetauftritt vertieft. Und das hat Christina Heil-Kapell gemacht. Ihre Betrachtung, Ihre Bemerkungen. Partei für Gesundheitsforschung klingt erstmal danach, als hätten die tatsächlich nur ein Thema. Liest sich auch so, für mehr Forschung gegen Alterskrankheiten. Wenn man sich auch hier so die Fotos anguckt, ist man sofort in einer Laboratmosphäre und man kann hier so kleine Exkurse über deren Ideen bekommen. Zudem sind Alterskrankheiten die Todesursache Nummer 1. Mit den heutigen Biotechnologien könnten wir jetzt wirksame Medizin gegen diese Krankheiten entwickeln. Auch auf der Website direkt das Wahlprogramm für die Abgeordnetenhauswahl. Ja, das zeigt eigentlich ganz schön, wir sind für mehr Gesundheitsforschung, damit wir nicht an Alterskrankheiten wie zum Beispiel Alzheimer sterben. Erreichen wollen sie das Ganze durch zusätzliche Investitionen in neue Forschungseinrichtungen, aber auch mehr Wissenschaftler. Auch die Kandidaten finden sich hier auf der Website. 7 Kandidaten sind es, darunter Biologen und Chemiker, aber auch Schauspieler und einer, der sich gerne einfrieren lassen würde, um dann wiedergeboren zu werden. Felix Wert ist bei mir von der Partei für mehr Gesundheitsforschung. Er ist der Spitzenkandidat. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Wert, haben Sie Angst zu sterben? Ja, denke ich schon. Ich frage deswegen, weil es mehrfach in Interviews kam, dass Sie sagen, der Mensch kann 1000 Jahre alt werden und das wäre doch toll und wir müssen jetzt anfangen zu forschen, damit die, die jetzt leben, davon noch was haben. Mhm. Das klingt nach jemandem, der sagt, ach, ich will nicht sterben, ich will unbedingt weitermachen. Also das ist aber jetzt nicht das Thema der Partei. Ja. Bei der Partei geht es halt um mehr Gesundheit, dass die Menschen im Alter kein Alzheimer und keinen Krebs mehr bekommen. Ja, wobei, da muss ich jetzt sagen, auf Ihrer Webseite ist sehr viel die Rede davon, dass es darum geht, älter zu werden, dass die jetzige Generation anfangen muss, wenn wir das noch schaffen wollen. Ja. Sie verweisen ja auch auf so Leute wie Aubrey de Grey, dessen ganzes Leben nur sich damit beschäftigt, den Leuten zu sagen, ihr könnt alle unendlich alt werden. Nein, das stimmt so nicht. Also Aubrey de Grey redet auch immer von Gesundheit im Alter und nicht von ewigem Leben oder so. Aber was wäre denn so Ihre Zielvorgabe? Was soll man denn mit Gesundheitsforschung, wie viel könnten wir schaffen? Ich meine das ganz ernst. Wie viele Jahre meinen Sie jetzt? Ja. Also die Einschätzung von Wissenschaftlern ist, dass man mit den ersten Therapien, die so in den nächsten Jahrzehnten aufkommen werden, ungefähr 30 gesunde Jahre länger bekommen wird. Da ist natürlich die zwangsläufige Frage an Sie, wie halten Sie es mit der Rente mit 67 oder 65 oder 69? Also es geht bei uns in erster Linie darum, dass die Menschen nicht mehr im Alter erkranken. Und jede Medizin hat den Nebeneffekt, dass Menschen länger leben. Was ja ein toller Nebeneffekt ist, aber deswegen diskutieren wir ja die Rente mit 67, weil wenn die Leute nicht mehr krank sind. Also unser heutiges Problem ist, dass über 90% der Menschen im Alter halt an Alterskrankheiten sehr stark leiden und daran sterben letztendlich. Und dies ist halt ein Riesenproblem. Und dieses Problem versuchen wir zu lösen. Es wird dadurch vielleicht andere Probleme geben, wie zum Beispiel die Renten. Diese Probleme kann man aber sehr wahrscheinlich alle lösen. Und selbst wenn man sie nicht lösen kann, sind sie nicht so groß wie das Problem, das wir heute haben. Ja. Nämlich, das habe ich schon verstanden. Also das ist ja auch ein toller Ansatz, sozusagen zu sagen, also niemand wird was dagegen haben, dass wir weniger Gesundheit haben, sondern immer mehr Gesundheit ist super. Ja. Nur daraus ergeben sich, wie Sie ja selber sagen, gewisse Folgeprobleme. Und die Frage für mich ist sozusagen, haben Sie daran auch schon gedacht, wie gehen wir mit der Rente zum Beispiel um? Thema Wohnen. Wenn mehr Leute alt werden, brauchen wir auch mehr Wohnungen. Also, ja, Antworten befinden sich unter anderem auch auf unserer Webseite. Mit den Renten zum Beispiel, also die Krankheitskosten würden ja wegfallen und es wäre halt ein riesen wirtschaftlicher Gewinn. Und was ist jetzt konkret die Frage bei den Renten? Ja, zum Beispiel, ob Sie dann dafür wären, dass die Leute entsprechend länger arbeiten oder, weil die Krankheitskosten alleine, okay, dafür sind ja die Behandlungskosten wahrscheinlich ziemlich hoch, die wir brauchen, um eben die Alterskrankheiten zu bekämpfen, ne? Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass Menschen vorübergehend auf Rente gehen. Mhm. Also wenn sie, sagen wir mal, mit 90 noch so körperlich und geistig noch so fit sind wie mit 30, was mit den zukünftigen Therapien und der zukünftigen Medizin der Fall sein wird wahrscheinlich.
dann kann man ja auch später wieder anfangen, nach 20 Jahren oder so wieder zu arbeiten. Also dass man, sagen wir mal, irgendwie erst auf Rente geht und ganz normal, so wie heute. Da müssten Sie ja wahrscheinlich auch im Zuge einer vorausschauenden Politik, weil wenn wir wissen, unsere Lebenserwartung steigt dann sukzessive relativ früh schon damit anfangen, beispielsweise noch mehr Wohnungen zu bauen, als wir sie ohnehin brauchen. Also die Probleme kommen ja auch sehr langsam auf uns zu. Also die Menschen werden ja langsam alt und wir hätten ja jetzt nicht sofort diese Wobei, Probleme. Langsam Probleme lösen sind wir super in Berlin. Also da können wir am besten gleich anfangen. Wie sieht es denn aus mit anderen Themen? Bildung, Arbeit, Wirtschaft. Was haben Sie da? Na, wir haben uns auf das eine Thema konzentriert. Das steht auch in unserer Satzung und wir mischen uns in alle anderen politischen Themen nicht ein. Das heißt, wenn Sie jetzt wirklich ins Abgeordnetenhaus kämen, würden Sie sagen, das andere machen alles andere? Genau. Das Problem ist, dass wenn wir heute nichts tun, nicht mehr in die Forschung investieren, dann werden wir alle mit sehr großer Sicherheit oder sehr großer Wahrscheinlichkeit im Alter sehr stark an Alterskrankheiten leiden. Und das, denken wir, ist das größte Problem und darauf wollen wir aufmerksam machen und das begegnen. Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Wirth. Dankeschön. Tschüss. Und weiter geht es bei uns mit der Partei für soziale Gerechtigkeit, PSG. Und Wolf Siebert hat sich mal angeschaut, was die im Internet für Sie bereithalten. Hier ist die Partei für soziale Gleichheit, www.gleichheit.de. Ich suche jetzt hier mal nach den lokalen Themen, aber im Moment finde ich hier noch nichts. Da geht es um Kriegsvorbereitungen, Stoppen. Hier ist wieder Stimmt gegen den Krieg, gegen den Nationalismus, gegen Kapitalismus und Krieg. Berliner Themen habe ich hier bislang noch nicht entdeckt. Auch bei diesem Herrn nicht, diesem Video. Die Berlinwahl findet inmitten einer außergewöhnlichen Krisensituation statt. Der Nahe Osten wird in Schutt und Asche gebombt. Wo ist jetzt eigentlich der Spitzenkandidat? Da muss ich jetzt hier mal gucken. Da ist er. Also ist nicht dieser Herr, den wir eben gesehen haben, sondern das ist dieser Herr, Ulrich Rippert, 65. Seit 47 Jahren in der trotzkistischen Bewegung. Kandidiert jetzt in Tempelhof-Schöneberg als Direktkandidat. Ulrich Rippert, also der Direktkandidat. Hier habe ich jetzt den stellvertretenden Vorsitzenden der PSG Berlin, also der Partei für soziale Gleichheit, gegen den Krieg, Schluss mit Armut, soziale Ungleichheit. Christoph Andreyer, ich habe ja schon viel gehört heute Abend, guten Abend, von der DKP. Wir hatten die Büso hier, wir haben ja auch die Linkspartei. Also wenn ich für linke Themen bin, wenn ich mich für linke Themen interessiere, warum soll ich denn dann die PSG wählen? Wir sind die Partei, die hier die wachsende Kriegsgefahr ins Zentrum stellt bei den Wahlen. Die Gefahr von dem Dritten Weltkrieg war noch nie so groß wie heute. Jetzt sind deutsche Truppen an der russischen Grenze stationiert, 75 Jahre nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Wir haben eine Umzingelung von Russland und China. Wir haben in Syrien ein regelrechtes Pulverfass, wo jederzeit ein massiver Konflikt zwischen den Großmächten losbrechen kann. Und wir sind die Partei, die hier antritt gegen den Krieg und für eine unabhängige Bewegung, für eine sozialistische Bewegung von unten, für eine internationale Bewegung gegen Krieg und gegen den Kapitalismus. Nun treten Sie und das habe ich heute bei keiner anderen Partei gehört. Nun treten Sie ja für die Abgeordnetenhauswahl an und für die Bezirksverordnetenversammlung. Also was können Sie denn da ausrichten? Haben Sie den Eindruck, der Berliner Senat rüstet für einen Krieg? Also wenn man sich zunächst mal anguckt, was die Spitzenkandidaten am Dienstag diskutiert haben, dann haben sie erst mal diskutiert die innere Aufrüstung. Sämtliche Parteien waren sich einig, wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen mehr Überwachung, wir brauchen hier einen starken Staatsapparat. Und das hat nichts zu tun mit innerer Sicherheit oder mit dem Kampf gegen Terror, sondern es geht darum, soziale Proteste, die soziale Unzufriedenheit und den Widerstand gegen eine Kriegspolitik zu unterdrücken. Das könnte man ganz gut in Frankreich sehen. Ja, das könnte man ganz gut in Frankreich sehen, wo der Ausnahmezustand nicht den Terror verhindern konnte, aber wo der Ausnahmezustand genutzt wurde, um gegen streikende Arbeiter vorzugehen, gegen Demonstranten vorzugehen und so weiter. Und wir erleben hier in Berlin recht stark, wie dieser Wiederkehr des deutschen Militarismus sich im Alltag durchsetzt. Auch die sozialen Angriffe, die wir hier in Berlin erlebt haben und die wir jeden Tag wieder erleben, dass hier junge Leute sich von einem Billigjob zum nächsten hangeln, um irgendwie über die Runden zu kommen. Dass hier Berlin die Hauptstadt der Armut ist. Dass es hier mehr Kinderarmut gibt als in jedem anderen Bundesland. Das sind alles Fragen, die hier durchgesetzt wurden. Als Teil von einer wirklichen internationalen europäischen Offensive die sozialen Bedingungen der arbeitenden Bevölkerung zu zerschlagen. Nicht nur in Griechenland, nicht nur in Spanien, auch hier in Berlin. Zurück nach Berlin, genau. Mhm. Herr Wandreyer, wenn Sie sagen, Berlin ist im Bundesvergleich besonders arm, wie kann denn die PSG helfen, dass die Berliner auch in Zukunft ihre Mieten bezahlen können? Naja, wir glauben, dass
die soziale Misere hier in Berlin das Produkt ist von einer sehr gezielten Politik der Umverteilung von unten nach oben. Ich meine, hier die ganzen Wohnungsbaugesellschaften wurden privatisiert, alles wurde privatisiert und es wurden den Reichen Milliardengeschenke in den Rachen geworfen. Gerade hier mit der Berliner Bankgesellschaft wurde die erste Bank gerettet in Deutschland. Und es ist ein Teil von einem umfassenden Prozess, der sehr eng mit der Kriegspolitik verbunden ist. Wir sehen hier eine historische Krise des Kapitalismus, die im 20. Jahrhundert schon zu zwei Weltkriegen geführt hat. Und wir erleben, wie die hier einerseits dazu führt, dass die Konflikte zwischen den Großmächten immer mehr wachsen. Ich meine, ich habe darüber schon gesprochen. Hier werden jetzt deutsche Truppen wieder an die russische Grenze verlegt. Hier wird ein Krieg vorbereitet. Ja, das ist innerhalb der NATO. Und dazu muss ich sagen, ganz kurz, dass ich einhake, nur damit die Zuschauer das auch verstehen können. Die PSG ist auch dafür, die NATO und die Bundeswehr aufzulösen. Aber Herr Van Dreyer, ich möchte Ihnen mal die Frage stellen, die ich dem Herrn Koschmitter vorhin schon gestellt habe, dem Herrn Koschmitter von der DKP. Sie sehen es selber, auf der Welt ist der Kommunismus im Rückzug. Auch an Sie die Frage, reiten Sie da ein ziemlich totes Pferd? Ganz und gar nicht. Sehen Sie mal, die DKP steht für die alten stalinistischen Bürokraten, die in der DDR regiert haben und die DKP finanziert haben. Wir stehen für die wirklichen sozialistischen Prinzipien. Das heißt, eine demokratisch organisierte Wirtschaft, wo nicht die Profitinteressen im Mittelpunkt stehen, sondern wo die Wirtschaft demokratisch organisiert ist. Und diese wirklichen sozialistischen Prinzipien, die nichts mit der DDR zu tun haben, die sind allerdings heute so aktuell wie nie. Und so jemand wie der griechische Regierungschef, der verrät ihre Sache nicht, lupenreiner Sozialist, und der setzt jetzt die Sparpolitik der EU durch, nur ein Ja oder Nein? Wir haben von Anfang an gesagt, dass Syriza und Tsipras nichts mit Sozialismus zu tun haben, sondern dass sie genau diese Politik umsetzen werden. Und da würde ich dann jedem empfehlen, auf die World Socialist Website zu gucken. Da kann man mehr dazu lesen. Danke Ihnen, da kann man auch mehr lesen über die PSG, die Partei für soziale Gleichheit. Christoph Van Dreyer heute Abend hier bei uns im Wahltalk. So, wir sind bei der vorletzten Talkrunde. Die Tierschutzpartei ist dran. RBB-Reporterin Tina Friedrich surft mal über die Seiten und kommentiert, was sie sieht. Die Berliner Tierschutzpartei, sehr blau die Seite, fast schon CDU-blau, würde ich sagen. Die Berliner Unterseite ist recht schwierig zu finden. Es gibt einen Spitzenkandidaten, Arthur Kalka, laut der Webseite. Und in der BVV Neukölln kandidiert die Tierschutzpartei ebenfalls. Aber ein Berliner Programm finde ich nicht auf der Seite, nur das Grundsatzprogramm für Deutschland. Da stehen die üblichen Dinge drin, Verbot von Tierversuchen, gegen Massentierhaltung, gegen Kutschen in der Stadt, das ist wiederum ein Berliner Thema. Und was finde ich noch? Zum Beispiel in der Arbeitsmarktpolitik. Zum Beispiel fordern Sie die Abschaffung der Hartz-IV-Gesetze. Tobias Maximilian Muck ist bei mir von der Tierschutzpartei. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Muck, wir haben es jetzt heute schon mehrfach angesprochen. Hundegesetz, das ist ja so ein Thema, das bewegt die Berliner hin und her. Was darf ich nicht? Die einen wollen die Hunde ständig nur an der Leine, die anderen wollen völlige Freiheit. Wo steht die Tierschutzpartei? Ja, wir fordern mehr Auslaufgebiete in der Stadt. Die Auslaufgebiete werden immer weniger. Und sie sind wichtig, damit die Hunde untereinander besser klarkommen. Damit sie nicht aggressiv sind auf der Straße, aber auch die Hundebesitzer untereinander einen sozialen Kontakt pflegen. Und für ein besseres Miteinander. Was mich bei der Geschichte immer wundert, ist, wenn ich mir Hunde oder auch von mir aus Katzen in der Stadt angucke. Also Sie schreiben ja in Ihrem Programm, muss man dazu sagen, Sie sind dafür, dass es Haustiere gibt, ne? Dass die Leute Haustiere haben dürfen. Aber ich frage mich immer zum Beispiel so eine Katze. Wir hatten selber eine artgerechte Tierhaltung, ist das ja nicht in der Wohnung eine Katze, wenn die dann allein ist. Also eigentlich ein nachtaktives Tier wird von uns ständig tagsüber geweckt. Also sind wir Menschen halt. Warum sind Sie da eigentlich dafür? Naja, also die meisten sind ja auch so gerettete Katzen, gerade aus dem Tierheim. Es gibt ja genug Streunerkatzen. Wir sind auch für ein Kastrationsprogramm für Streunerkatzen, damit sie sich nicht unendlich vermehren. Und die meisten, die Katzen haben, die geben denen ja auch eine Möglichkeit, rauszugehen. Mhm. Meistens über die Hinterhöfe, die grün sind und so. Die kommen dann morgens meistens wieder. Ja, wenn Sie nicht zwischendrin im Verkehr, aber lassen wir das. Apropos Verkehr, Flugverkehr steht bei Ihnen auf der Webseite, ist auf ein ökologisch vertretbares Maß zu reduzieren. Wie viel ist ökologisch vertretbar? Reicht die Reise nach Mallorca im Urlaub noch? Ich glaube, wir sollten alle viel weniger fliegen, da der CO2-Ausstoß enorm ist. Und ich glaube, einmal im
leben, eine Reise nach Neuseeland, das würde ja auch reichen, anstatt in ich glaube, das ist mehr dazu. Als die meisten Leute, was Neuseelandreisen angeht, hinkriegen. Ja, wenn man es zwar einmal im Leben macht, dann geht das, glaube ich. Aber bleiben wir mal bei Mallorca, weil es ist eine ganz, ganz praktische Frage. Ja. Also der Klassiker ist einmal im Jahr fahren die Berliner, also zumindest die dafür das Geld haben, dann mal nach Mallorca oder Alicante oder sonst wohin. Ist das ökologisch vertretbar für Sie? Nein. Wir sind in einer Konsumgesellschaft, keiner will an sich arbeiten. Wir wollen alle nur mehr, mehr, mehr und wir verheizen unseren Planeten. Wie stehen Sie denn in dem Zusammenhang zum BER? Der BER ist natürlich ein gutes Thema. Ich meine, er ist anscheinend gescheitert, ich weiß es nicht. Es soll ja der Dreh- und Angelpunkt von Mitteleuropa werden. Wir werden das nicht verhindern, aber ich wäre dagegen, den aufzumachen. Ganz anderes Thema, auf Ihrer Website habe ich gelesen, Sie befürworten auch eine vegane Ernährung, selbst bei Kleinkindern. Nun sagt das Bundesministerium für Ernährung, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, zahlreiche Ärzte weltweit sagen alle, tut es nicht, es ist gefährlich, es kann schlimme Spätfolgen haben. Warum sind Sie trotzdem dafür? Stimmt ja nicht. In Indien leben seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden Menschen vegan und die haben da keine Spätfolgen. Das ist alles eine Mär, denke ich. Und es gibt genug Ärzte, die inzwischen die vegane Ernährung so befürworten. Gerade in England, wo die vegetarische Gesellschaft schon älter ist, wesentlich älter als die hier in Berlin. Allerdings habe ich extra sogar nachgeguckt. Die Gesundheitsministerien in England haben die gleiche Einschätzung wie die unsere. Der Hintergrund ist, dass die natürlich sagen, die Ernährung in unseren Breiten, also die Ernährungsart ist eine andere, die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, als beispielsweise die von Ihnen genannten auf dem indischen Subkontinent. Und dann heißt es bei uns immer, nehmt zusätzlich B12-Tabletten zum Beispiel. Aber wenn man das dann nicht richtig dosiert, diese ganzen Zusatzstoffe, was bei Kleinkindern schwierig ist, kann man halt große Schäden anrichten. Also warum diese Fixierung? Ich bin Veganer und ich nehme keine Zusatzstoffe. Sie sind auch kein Kleinkind, nicht ganz. Also. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube auch nicht, dass sie in Indien jetzt irgendwelche Tabletten aus der Pharmazie sich holen und sich reinschmeißen. Nee, aber die haben eine andere Ernährung. Also die kriegen diese Zusatzstoffe, die wir eben aus einem normalen Durchschnittsnahrungsmittel nicht bekommen, sagen die Ärzte. Wieso? Wir können doch im Bio-Supermarkt einkaufen gehen, da kriegen wir doch alles. Okay, also wir brauchen alle Nährstoffe. Ich hoffe, wir sind indische Ernährung umstellen. Wie ist es mit Hunden, Katzen? Also vegan oder nicht? Ernähren? Achso, ich bin. Ja oder nein? Hund. Okay, super. Vielen herzlichen Dank. Danke. Eine Partei gibt es heute, die sitzt derzeit im Abgeordnetenhaus, ist momentan dort also im Parlament vertreten. Aber nach allen Umfragen sieht es ganz schlecht aus, was die Frage angeht, ob sie denn auch bei der nächsten Legislaturperiode, also nach der Wahl, wieder im Abgeordnetenhaus sitzen werden. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie es nicht trotzdem jetzt hier versuchen werden. Hier ist die Piratenpartei und meine Kollegin Nina Amin hat sich angeschaut, was es da auf der Webseite zu sehen gibt. Piraten in Berlin, genau, da haben wir den Bern mit dieser Fahne in der Hand. Jetzt gucke ich mal, wo das Wahlprogramm ist für die Abgeordnetenhauswahl. Ja, die Piraten wollen mehr Demokratie. Zum Beispiel wollen sie keine 5%-Klausel mehr fürs Abgeordnetenhaus und auch für die Bezirksverordnetenversammlung. Ein Punkt ist Transparenz, also dass sie einfach eine transparente Politik wollen, dass sie wollen, dass alle Bürger Einblick haben können in Verwaltungsprozesse. Die Piraten sind eine Internetpartei gewesen von Anfang an und auch hier steht es noch ganz oben in ihrem Wahlprogramm. Sie wollen freies WLAN für alle in Berlin, an jedem Ort in Berlin. So, dann gucken wir mal, welche Kandidaten die Partei hat. Hier, ganz oben ist der einen jetzt auch immer von den Plakaten entgegengrinst, Bruno Kamm. Und dann noch die anderen, einige von denen sind jetzt schon im Abgeordnetenhaus. Also ich habe das Gefühl, die Piraten wollen hier mit ihren doch sehr auffälligen Bildern an ihren Erfolg von 2011 anknüpfen. Und hier ist er, jetzt ungeschminkt, Bruno Kramm, der Spitzenkandidat der Piraten. So sieht er aus. Guten Abend. Musiker, Musikproduzent von Beruf und er will Berliner Parlamentsabgeordneter werden. Herr Kramm, Sascha Hingst hat es ja schon gesagt, noch sind Sie drin. War ein schwerer Tag heute für die Kollegen, denn letzte Abgeordnetenhaussitzung haben die schon ihre Familienfotos und ihre Laptops und ihre Lieblingskulis von den Schreibtischen abgeräumt? Naja, es ist natürlich immer am Ende einer Legislaturperiode, wo man noch nicht alles realisiert hat, was man realisieren wollte. Und das ist als Opposition nicht so leicht. Natürlich immer ein kleines Stückchen Abschied. Aber
Momentan im Wahlkampf auf der Straße mit den Berlinerinnen und Berlinern stellen wir einfach fest, die Piraten werden weiterhin gebraucht und entsprechend positiv reagiert man auf uns und unser Programm. In unseren Umfragen sind Sie aber weiter deutlich unter 5%. Was ist schiefgegangen, Herr Kramm? Sie sind die Internetpartei, die Digitalisierung haben sich die großen Parteien aufs Programm geschrieben. In einer Stadt wie Berlin, eine junge Stadt, eine Stadt der Kreativität, eine Stadt der IT-Branche, was ist schiefgegangen, dass Ihre Chancen jetzt so schlecht stehen? Also da muss man natürlich erstmal analysieren, was hat geklappt und was hat nicht so geklappt. Was geklappt hat, ist, dass wir großartige Arbeit im Parlament geleistet haben. Wir haben über 2000 Anfragen gestellt als so eine kleine Fraktion, haben das Bottleneck für politische Teilhabe eröffnet. Wir haben zivilgesellschaftliches Engagement ins Parlament geholt. Wir haben mehr Transparenz geschafft. Wir haben die Informationsfreiheit, die eingeführt wurde, dann auch untermauert, dass sie auch wirklich funktioniert. Also von der Seite haben wir unglaublich viel getan. Das natürlich eine Partei, die so flache Hierarchien hat und so transparent ist wie wir, dann den Streit viel offener präsentiert, als es klassische Parteien tun und sich natürlich dann Medien besonders gerne darauf stürzen, mich auf den Streit, weil es halt auch aufmerksamkeitsökonomisch spannender aussieht, ist natürlich ein Problem, ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir als kleine Fraktion tolle Arbeit gemacht haben und diese Arbeit auch weiterführen wollen. Aber der Wähler dankt es Ihnen nicht. Warum verbindet er das, was Sie eben gesagt haben, nicht mit der Piratenpartei? Das ist der Punkt. Wir versuchen jetzt auch in der letzten Woche noch mal ganz klar zu machen, was unsere Themen sind. Wir müssen auch mal noch viel klarer rausarbeiten, wo die Probleme sind in Berlin. Schauen wir uns den Verwaltungsbereich an. Ich meine, der kürzeste Berlin-Witz lautet nicht umsonst, ging einer spontan zum Bürgeramt. Digital ist in unserer Verwaltung nichts aufgebaut. Herr Henkel hatte diesen Job, hat vollkommen versagt, glaubt letztendlich immer noch an Windows 98, hat gar nicht die große Chance der digitalen Revolution mit der Open-Source-Bewegung, mit der Free-Software gesehen. Wenn wir uns andere Metropolen der Welt anschauen, gehen wir zum Beispiel zu unseren Nachbarn, die auch in Bildungssachen so ein großes Vorbild für uns sind, nämlich Finnland, und sehen dort, wie digitale Verwaltung mit freier Software funktioniert, wo ich mich ja sogar scheiden lassen kann über den Computer, würde ich jetzt nicht unbedingt sofort in der Form einführen, aber es funktioniert. Das freie WLAN-Netz in Berlin gibt es in dieser Form nicht. Wir sehen, da sind überall Reformstaus, die liegen in erster Linie daran, dass letztendlich nichts realisiert wird. Und da muss ich aber auch sagen, als Opposition haben wir viel angeregt, können aber diese Punkte nur realisieren, wenn wir mehr Stimmen bekommen. Das sagten Sie schon. Eine Frage will ich noch stellen, weil das ja auch in unserem kurzen Einspieler vorkam. Mehr Demokratie. Sie wollen die 5%-Hürde bei der Abgeordnetenhauswahl abschaffen. Das wollen Sie schon länger, ich weiß, aus ganz egoistischen Gründen, oder Herr Kramm? Nicht aus egoistischen Gründen. Die Gegenfrage ist, die 9% Sonstige, die jetzt dastehen, das sind alles Menschen, die sich demokratisch beteiligen wollen. Diese Stimmen werden heute in den Mülleimer geworfen. Und das ist nicht unsere Vorstellung einer modernen Demokratie. Ich will noch mal kurz zurück zum Beginn unseres Gespräches, denn auf Ihrer Internetseite sind Sie ja ganz sympathisch. Sie sind Papa, Sie sind Labelchef, Sie sind Musiker. Was machen Sie nach der Wahl? Ich werde nach der Wahl weiter in meiner Partei arbeiten, aber und dann im Abgeordnetenhaus, aber natürlich auch als Musiker aktiv sein. Denn für uns als Piraten gilt, wir bringen unsere Expertise als Menschen aus der Zivilgesellschaft ins Parlament. Bruno Kramm, Spitzenkandidat der Piraten. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch. Ja, ich denke, das war doch echt ein klasse Überblick über die politische Vielfalt, über diese wahnsinnige Vielfalt der politischen Willensbildung hier in Berlin. Und ich muss auch sagen, großes Kompliment an alle, denn das sind ja wirklich Splitterparteien. Also das gehört auch ordentlich Mut dazu, sich hier in einer Live-Fernsehsendung den Fragen von Sascha und mir zu stellen. 15 Parteien hatten wir eingeladen. Wir hatten 16 Parteien eingeladen, eine hat abgesagt. Und die 15, die wir hier eingeladen haben, sind die Parteien, die seit also wir haben eine Erhebung angeguckt seit Beginn des Jahres, die kontinuierlich unter 5% waren. Von mir einen ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle, auch ans Publikum natürlich hier im Studio. Wirklich nochmal ganz wichtig, das haben ja auch einige Kandidaten ja schon gesagt, gehen Sie wählen. Ich habe es gesagt, wer am Sonntag nicht wählen geht, braucht sich am Montag nicht zu beschweren. Schönen Abend noch. Ja, bleibt mir auch noch einmal vielen herzlichen Dank zu sagen. Nicht nur